Einen wunderschönen guten Abend. Heute ausnahmsweise aus der Waldakademie. Natürlich gleich. Was ja normal ist. Guten Abend auch von mir. So. Ich hoffe, ihr seid mit der Uhrzeit nicht irritiert. Heute ist ja mal ein bisschen früher als sonst. Weil es schon so früh dunkel wird und dann sind wir früher zu Hause. So, ich packe das mal hier ein bisschen kompakter zusammen. Und dann können wir gleich schon loslegen. Ich kann erstmal fragen, ob ihr schon überhaupt in Seven Wars Wild reingeschaut habt. Ich muss sagen, mir würde es schwerfallen, nicht zu spoilern. Ich habe es nämlich schon vorher. Gellot schreibt, welche Folge wird denn geschaut? Ja, also wir müssen ja die quasi frei zugänglich ist, anschauen. Und nicht, aber es sind schon mehrere, ja, mittlerweile. Ja, ja, ja. Also deswegen, ja, muss aufpassen, was wir so erzählen, weil wir haben natürlich die anderen Folgen auch schon weitestgehend gesehen. Nur die vorherige Staffel. Dann können wir hier gemeinsam neu einsteigen. Ja, also wie gesagt, ich konnte mich nicht zurückhalten die letzten Wochen und ich freue mich auch immer, wenn eine neue Folge rauskommt, muss ich ehrlich sagen. Sascha, ja, Andreas Kling sollte teilnehmen. Da gibt es auch einige Videos schon zu, warum er dann final doch nicht teilgenommen hat. Da werden wir heute gar nicht groß drauf eingehen. Das kann man übrigens sehr schön mit Ecosia im Internet nachschauen. Ja, oder direkt bei YouTube. Der Fritz hat auch ein Video dazu gemacht. Das stimmt, und ganz ausführlich erklärt. Joey hat ein Video dazu gemacht. Das ist ja derjenige, der auch ein bisschen drunter gelitten hat, kann man so sagen. Ja, und vielleicht mal so ein bisschen zum Hintergrund. Also wir steigen gleich hier direkt ein. Ihr seht schon, Koro-Werbung von Fritz ihr seht ihr noch nicht, aber ist schon offen. Zum Thema Survival. Du machst das ja schon ein bisschen länger oder mittlerweile nicht mehr so oft, aber du hast es ja schon, ich weiß, wann hast du das erste Mal gemacht? Also das erste Mal habe ich das sogar schon in der Schule gemacht, im Schulkumpel, gar nicht weit von hier, im Stadtwald Bad Münstereifel. Ich weiß nicht, wusstest du das? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ich muss sagen, ich wohne in Münstereifel, deswegen. Erfährst du hier noch Sachen aus meiner Kindheit und Jugend? Nee, da sind wir mit dem Fahrrad, wollten wir Survival machen. Also man musste dazu wissen, Rüdiger Nehberg, der ist ja leider schon verstorben, der lief damals zum ersten Mal zur Höchstform auf, hat das ja übrigens sehr lange gehalten. Das ist ja der Survival-Papst, hieß ja auch Sir, also S-I-R-Vival. Ne? Und habe ich begeistert gelesen als Jugendlicher und habe ich natürlich meinem Kumpel gesagt, Mensch, das machen wir auch. Haben uns das Fahrrad geschnappt und damals war ich noch kein Vegetarier, haben wir schon auf der Fahrt nach Bad Münstereifel Regenwürmer aus dem Boden gepult und gegessen. Ihr habt es voll gelebt, also. Ja, und sind dann in den Wald gefahren und haben dann so eine Laubhütte oder was gemacht und da halt übernachtet, im Schlafsack, im Laub. Und da sind wirklich auch nachts die Wildschweine gekommen, da hat man richtig Schiss, kann ich mich daran erinnern. Also es war, und dann roch das überall nach Maggi, ne? Mhm. So wie das bei Wildschweinen so ist. Also das war so meine erste Erfahrung. Und dann habe ich das ja irgendwann mal zum Schutz der alten Buchenwälder professionell angeboten, damit die Gemeinde andere Einnahmen erzielt und die Bäume stehen lassen kann. Und damals haben alle gesagt, das ist schon längst wieder vorbei. Das war ein paar Jahre weiter natürlich. Aber wir haben das dann so ein bisschen auf die harte Tour gemacht. Also Schlafsack, Tasse, Messer. Also nicht Seven Wars Wild, sondern irgendwie Three Versus Wild. Waren ja auch dann nur 3 Tage eigentlich. Ne? 3 Tage, 3 Sachen. und das hat den meisten Leuten aber schon gereicht. Also und mir ehrlich gesagt auch. Und wir haben das aber auch im Winter gemacht. Das Kälteste war mal bei minus 16 Grad. Das ist schon echt übel. Aber daher kommt so ein bisschen die Erfahrung bei dir. Ich habe nur gerade gelesen, deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Peter ist sehr leise, deswegen. Ich bin sehr leise, muss ich jetzt alles nochmal erzählen. Ich mache es dir nur ein bisschen lauter, ihr könnt sagen, wenn es zu laut ist. Ich stelle es mal mehr in die Richtung. Ja, genau, also ich habe es tatsächlich damals, ich war ja noch klein, als du das erste Mal gemacht hast, ich fand es immer ein bisschen traurig, wenn du dann das ganze Wochenende weg warst. Ich weiß noch, wir standen ja auch mit der ganzen Familie dann vorm Garten und haben uns verabschiedet. Aber jetzt müssen wir mal gleich laut sein. Aber ich habe es dann auch dann diese Blockhaus-Wochenenden mitgemacht, Survival selber noch nicht. Wir waren ja viel auch in Schweden unterwegs, früher als wir noch kleiner waren sind mit dem Kanu dann da durchgefahren. Es war ja im Prinzip auch wie Survival, wir sind nirgendwo eingekehrt. Also wir haben vom Tierarzt Nähzeug und Betäubungsmittel mitgenommen für den Fall, dass wir uns verletzen und
nicht schnell genug zu einem Arzt kommen, dass wir selber flicken können. Ging schon so ein bisschen Richtung Survival, ja. Ja, doch. Und das halt auch mehrmals, ne? Also klar, die Blockhaus-Abenteuer, also auch im Rahmen von diesem Tourismusprogramm, war ja auch mit draußen übernachten, Hütten bauen. Ich würde sagen, dass jetzt, also das heutige, was viel gemacht wird, ist ja auch häufig weniger Survival im klassischen Sinn, als mehr so Bushcraft. Das heißt, Sachen bauen und Shelter bauen und so steht da viel im Fokus. Ist natürlich auch zum Zugucken irgendwie spannender, ein bisschen kurzweiliger vielleicht. Man sieht irgendwie mehr Veränderungs-Survival, kann ja auch ziemlich langweilig sein, von außen zugucken. Manchmal zum Beispiel klingt immer sehr nach Action. Aber also so viel kann ich schon mal spoilern. So viel wie die bauen, haben wir aber auch gebaut an einem Wochenende bei Survival-Touren. Also, yo, das würde ich jetzt nicht als Hauptunterschied sehen, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber ich kann das nachvollziehen, aus verschiedenen Gründen. Ja, ja, nee, und ich meine, das ist jetzt auch, wir machen es jetzt bei uns, macht es ja der Josef hauptsächlich, wir machen das ja auch in der Waldakademie, Survival-Wochenenden. Auch so wie damals, also eher so 3 vs. Wild, also ja. 3 Gegenstände, 3 Tage. Und ja, aber heute wollen wir mal ein bisschen in 7 vs. Wild reingucken. Und ich würde sagen, ich schalte hier schon mal den Bildschirm um. Stopp, wir können vielleicht noch eins dazu sagen. Ja. Wenn wir gleich bei der Location einsteigen, wo das ist, ne, das kann man schon mal sagen, das ist in Kanada. Da gibt es auch eine kleine Expertise von uns dazu. Oder so wird das im Film gleich nochmal Thema? Wir können, recht, fragt ihr euch was. Startet hier schon parallel. Wir können auch erstmal die Location auf Google zeigen. Ja, das ist vielleicht auch eine gute Idee, dass ihr einfach wisst, wo schlagen die sich da so durch den Busch. Alchemist schreibt, Mensch, Peter, hättest du dich mal beworben, dann gäbe es in der aktuellen Staffel was zu lernen. Was zu lachen. Ja, genau. Also ich glaube, das ist das. Okay, wir können ja noch nicht spoilern, aber es hätte auch zu Problemen kommen können. Hätte. Also, muss man, glaube ich, jetzt an der Stelle doch auflösen. Also, körperlich wegen Rückenbeschwerden ist halt so lange draußen im Wald schlafen, also so viele Tage hintereinander auch schwierig. Ich habe ja ein bisschen Bandscheibenprobleme und wenn man dann so liegt. Wobei, wenn ich das so sehe, da hätte ich schon mal Lust, dass wir sagen, wenn wir 2 hätten uns eigentlich auch bewerben können. Ich gehe jetzt mal tatsächlich auf eine Google-Plattform und zwar auf Google Maps. Also Ecosia Maps gibt es noch nicht, nur so als kleine Info. Ansonsten gibt es ja fast alles von. Ja, die haben auch, glaube ich, weiß gar nicht. Doch, die haben schon Karten, aber das ist läuft über Bing, beziehungsweise kann man auch direkt über Google machen. Aber so. Ups. 22, oder? Du hast 24. Ach, ich bin schon ein Jahr weiter, genau. Das wäre auch interessant, wo es nächstes Jahr ist. So, und zwar gehen wir mal ganz kurz. Interessant. Du hast doch gesagt, wo, oder? Ja, pass auf, da gib mal direkt ein N-I-G-E-I und dann Island. Also Nigi wird das gesprochen, Nigi Island. Nochmal N-I-G-E-I. Und dann Island, genau. Wunderbar, da haben wir es doch schon hier rechts. So, pass auf, ich gebe das jetzt auch mal für euch frei. Jo. Gebt mir eine Sekunde. Ja. Bist du ganz sicher, dass das ist? Das sind beide Inseln. Ja, doch, ich habe mich da irgendwie gut beschäftigt. Pass auf, ich gehe mal einmal ganz kurz auf die Satellitenkarte und dann gebe ich euch das hier auch. Also beide Inseln. Das ist nicht nur die, sondern auch die linke Nachbarinsel auch. Hope Island. Auch. Okay, ja, weil hier, genau, hier war nämlich, oder das ist die Stelle, das werdet ihr auch gleich sehen. Das ist das, wo Fritz ausgesetzt wird. Und hier ist, glaube ich, das Basecamp von denen. Also es ist jetzt Luftlinie, siehst du den Maßstab. Hier sind 200 Meter, also ich lasse das mal so einen Kilometer entfernt sein. Und das ist die Insel, da sind einige Teams ausgesetzt worden. Und auf der Nachbarinsel hier, diese Nikki Island. Ich zoome mal raus, also es ist die Nordostküste von Vancouver Island, also im Westen Kanadas, eine Insel vor dem Festland von Kanada. In British Columbia. Und, stopp, pass auf, jetzt kann ich noch was dazu. Ups, bleib ich hier im Kopfhörerkabel hängen. Wir unterstützen da eine First Nation, die Quaker First Nation. Übrigens, da können wir vielleicht auch mal gerade 2 Takte dazu sagen. Ich zeige euch erstmal, wo die sitzt. Die sitzt aktuell hier in Campbell River. Ist da, also da wohnen die Leute, die dazugehören. Und jetzt müssen wir gerade gucken, die ihr
eigentliches Land, warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wo willst du denn hin? Ja, ich will jetzt auf Sessland. Ich muss immer bisschen, warte, ich muss erstmal, ah, hier haben wir es, da haben wir es. Ich muss erstmal, hier ist Sonora Island, das ist sozusagen die Basis und dann kommen wir hier in Phillips Sound. Jetzt gucken wir gerade, ob das auch wirklich so ist hier, das müsste eigentlich hier sein. Hat hier aber blöderweise nicht angezeigt. Aber wenn mich alles täuscht, aber hier, Phillips, Arm. Phillips Arms, hier. Also da ist das eigentliche Gebiet dieser First Nation auf mehreren hundert Quadratkilometern. Die First Nation selber umfasst noch so um die 20 Leute. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Also da war ich auch schon, weil wir die, wie gesagt, unterstützen. Also gar nicht so schrecklich weit. Daher kann ich mich da so ein bisschen reinversetzen. Und was man dazu wissen muss, dass da sehr, sehr viel Rücksicht drauf genommen wird auf die First Nations im zivilen Leben. Also das heißt, auch zum Beispiel der kanadische Verlag, ne, über den ich veröffentliche, da wird vorne immer was dazu geschrieben. Das wird sich bei jeder Veranstaltung bedankt, bei den First Nations, auf dessen Land, deren Land dann die Veranstaltung stattfindet. In dem Fall ist da sicher auch große Rücksicht drauf genommen worden, alles in Absprache gelaufen. Und der Staat selber macht leider sehr wenig, nimmt sehr wenig Rücksicht. Der holzt da gnadenlos die Gebiete der Stämme ab, ne, und verkauft die Lizenzen eben an Holzeinschlagsunternehmen, die, wenn sie dann nicht abholzen innerhalb weniger Jahre, die Lizenz wieder verlieren und dann geht die an die nächste Firma. Das haben wir uns selber vor Ort angeguckt. Also im zivilen Bereich großer Respekt vor den First Nation. Staatlicherseits ist da noch einiges an Nachholbedarf, muss man wirklich sagen. Also das nur als Hintergrund, weil die Teams bewegen sich ja auf Land der First Nations. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, oder? Also ich meine, man sieht ja auch auf den Inseln schon. Sieht für mich so aus, als wären da auch zum Teil Forstwege drin, aber ja, das können auch so eiszeitliche Schrauben, ja, ja, sein. Ja, es ist ja manchmal schwierig. Das hier sieht ja aus, jo, wie so ein Moor. Das ist ein Kahlschlag. Ja, ja, jo. Bist du sicher? Ja, doch. Ja, okay. Ja, doch, ja, doch, da ist eine Straße drin. Ja, ja, da, ja. Ja, ja, ja. Ja, und das sieht man auch auf, also ich war dieses Jahr auch in Kanada und es gibt ja auch First Nation, also es ist immer so, das ist das, was du auch beim letzten Mal angesprochen hast, dass man immer automatisch davon ausgeht, dass das Menschen sind, die besonders gut mit Natur umgehen. Aber ich habe tatsächlich auch häufig Schilder an Kahlschlägen gesehen, wo auch drauf stand, irgendwie von wegen, wir produzieren hier stolz unser Holz oder irgendwie sowas in die Richtung. Ne? Ja, gibt's auch. Ne? Ja. Das wäre ja umgekehrt, muss man auch mal sagen, also auch eine Art von Rassismus, wenn man sagen würde, die sind bloß, weil es genetisch eben First Nations sind die Leute grundsätzlich schon mal besser. Das ist ja, es ist die Kultur. Ne? Und wenn die Kultur nicht mehr gelebt wird, sondern die europäische Kultur, dann sieht man, zu was das führt. Denn die haben früher Holz so gewonnen, dass die einzelne Planken aus den Zedern rausgeschnitten haben und haben die Bäume stehen lassen. Das sind heute Kulturdenkmäler, alles andere ist abgeholzt und diese Kulturdenkmäler, die bleiben stehen. Was insgesamt ja schon ein bisschen schizophren ist, ne? Dass man sagt, ah, die sind da so super sorgfältig mit Wald umgegangen, die First Nations, und jetzt die europäischstämmigen Firmen, die holzen alles ab und lassen die Dinger stehen, ist ja ein Mahnmal, das eigentlich nicht zu tun. Also ganz schräg. Naja. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, stellen wir mal ein, oder? Ich würde sagen, die Werbung können wir kurz überspringen. Ja, die Werbung ist nicht so. Ihr wollt jetzt die Werbung zur Coro-Drogerie gucken. Severus war jetzt echt das Krasseste, was man sich vorstellen kann. Dieses gesamte Projekt geht darum zu scheitern. Es hört einfach nicht auf zu regnen, jetzt seit Stunden. Wann bricht deine Psyche? Diese Insel ist so gnadenlos. Man wünscht sich einfach nur, dass der ganze Schmerz aufhört. Das bricht mich mental so krass. Erstmal werblicher Zusammenbruch. Welcome to the jungle! Das ist tatsächlich auch dieses Jahr, also das ist ja gerade ein Rückblick ins letzte Jahr, und das finde ich tatsächlich echt extrem viel schwerer, allein sowas umzusetzen im Vergleich zu jetzt, wenn man sich, also geteiltes Leid ist halbes Leid, und na, da gibt es ja die Redewendung, und das ist wirklich so. Allein sowas durchzustehen, so wie die es letztes Jahr gemacht haben, das ist nochmal meines Erachtens eine ganz, ganz andere Hausnummer, so ein Projekt durchzuziehen. Und auch Einsamkeit, klar, geplante Einsamkeit, damit kommt man zurecht. Also es ist immer noch besser, als wenn man plötzlich alleine ist und alleine klarkommen muss. Aber trotzdem Einsamkeit, dafür sind Menschen ja nicht gemacht. Ne? Wir sind ja trotzdem noch irgendwo Herdentiere, in Anführungszeichen.
Und deswegen finde ich, also sowas allein, auch wenn es dann nur eine Woche war und nicht zwei, so wie dieses Mal, finde ich schon hart. Ja. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint! Willkommen zurück bei Seven vs. Wild. Inzwischen sollte es keine Überraschung mehr sein, dass sich auch dieses Jahr wieder einiges ändert. Zum einen findet die Serie an einem neuen Ort statt. Zum anderen werden dieses Jahr erstmals 7 Zweierteams ausgesetzt. Damit es trotzdem eine echte Herausforderung ist, wurden die zu überstehenden Tage von ursprünglich 7 auf jetzt 14 erhöht. Um den Fokus mehr auf das echte Überleben und die damit verbundenen Herausforderungen zu lenken, gibt es diese Staffel keine Tageschallenges und damit kein Punktesystem mehr. Es geht nur noch um eins: 14 Tage Überleben. Demnach kann es auch mehrere Gewinnerteams geben. In Staffel 1 und 2 wurde die Anzahl der erlaubten Gegenstände begrenzt. Dieses Jahr gibt es stattdessen nur eine einfache Regel. Alles, was in diese 1 Liter Trinkflasche passt, darf mitgenommen werden. Außer Unterhaltungselektronik. Einzige Begrenzung in Anzahl und Größe der... Da wäre für mich mal die Frage an dich. was hättest du in diese Flasche gepackt? Also jetzt klar, wir kriegen es volumentechnisch nicht genau. Ja, also was viele Leute denken, dass man mit Jagd, also wir sind ja Vegetarier, aber dass man mit Jagd schnell Kalorien kriegt, ja, da kann man doch Tiere jagen, das ist schon mal ganz schlecht. Also ich komme nur drauf wegen Angelhaken, Fische fangen und so weiter. Also ich glaube, da hätte ich mich nicht drauf verlassen, sowas zum Beispiel einzupacken, sondern, ja, weiß ich gar nicht, ob man vielleicht so in ganz kleinen Bestimmungsbücher hätte ausdrucken können. Also so die Seiten mit den wichtigsten Pflanzen. Weil gibt's ja häufig so, also kannst ja auch da so zusammenrollen. Und, oder sowas, man kann sich zusammenschreiben selber. Also ja, das finde ich tatsächlich. Also sowas hätte ich gemacht. Ich hätte, glaube ich, wenn man sich pflanzlich ernährt, ich hätte noch ordentlich Fett mit reingetan in die Flasche. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das vegetarisch, also Thema Survival, glaube ich tatsächlich, dass es vegetarisch sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Ich glaube, das ist sehr einfach. Im Herbst schon, aber im Winter würde ich sogar fast sagen, dann, wenn es Richtung Winter geht, mehr oder weniger fast unmöglich. Ich würde da widersprechen. Ich kenne mich ja in Kanada nicht aus. Also ne, so ein bisschen von der Landschaft her und so weiter, aber ich gehe mal davon aus, dass da viele Dinge ähnlich sind wie in deutschen Wäldern. Weil Natur ist Natur und wir liegen ja hier übrigens auf dem, ne, vergiss mal, wir liegen auf dem kanadischen Breitengrad, also oberhalb des 50. Ne, sind wir eigentlich genau da. Ja, können wir gleich mal gucken, welcher Breitengrad das ist. Das wär wirklich mal witzig. So muss man gerade machen. Ich weiß nicht, ob das bei Google Maps angezeigt wird. Welcher Breitengrad das ist. Weil es ist interessant. So Kanada. Der Gegenstände. Oh, sorry. Denkt man immer, guck mal gerade, ob man das irgendwo ja, sieht. Ja, doch, wird dargestellt. Aber die Frage ist, wo? Ja, nicht bei dem Zoom-Faktor, ne? Nee. Aber man, also ja, wenn man sich jetzt grob, mal hier so... Grob mitten in Deutschland. Grob mitten in Deutschland, ne? Also Norden Vancouver Island. Bei uns hier, klar, wir haben den Golfstrom hier, hier ist ein bisschen wärmer, bla bla bla, dafür sind da diese... Obwohl, nee, also da sind die Winter gar nicht so hart. Haben mir die Leute erzählt, also ich war halt im Herbst da. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber kommen wir auf die Ernährung zurück. Was es gibt, wenn man nicht vegetarisch unterwegs ist, muss man voll auf Insekten gehen, auf so ein kleines Zeug. Davon gibt es jede Menge. Irgendwelche Bodenwürmer, Regenwürmer, weiß ich nicht. Die sind ja eigentlich da nicht zu Hause. Ob es da schon welche angekommen sind, weiß ich nicht. Wenn ja, kannst du auch endlos essen. Und vegetarisch, stimmt, wir wollten ja auf vegetarisch bleiben. Mhm. Dann können das Wurzeln sein. Also bei uns wäre das klassisch Löwenzahn und jede Menge andere Wurzeln, in denen die Pflanzen ja fürs nächste Frühjahr Nährstoffe speichern. Also, und das war jetzt ja Herbst. Das heißt, da kann man die auch noch gut erkennen von den Blättern her. Also ich glaube, wenn man sich von vornherein voll auf vegetarisch konzentriert und würde dazu, was ist das, eine Literflasche oder was, einen halben Liter Öl noch da rein senken, könnte ich ja einen Plastikbeutel tun oder so, stimmt, um das ja aufzuwerten. Es geht hier nur darum, die 14 Tage durchzuhalten und obendrauf den anderen halben Liter mit irgendwie, ja, Bestimmungsbuch und keine Ahnung. Was hättest du mitgenommen?
Ich finde es ganz schwer. Ich weiß nicht, ob die Messer mussten die wahrscheinlich auch mit da reinpacken. Ne? Also solche Okay. Also ich glaube, ich auch klar, ja. Messer, Säge, also Axt, wenn man mit einer Axt im draußen war, ich finde es mit einer Axt ist super schwierig, auch Holz in die vernünftige Größe zu bekommen. Ich finde eine Säge zum Beispiel viel angenehmer als eine Axt. Ja. Und ich würde deswegen hätte ich auf jeden Fall eine kleine Säge, ein Messer, vielleicht idealerweise irgendwie ein Multitool, wo beides drin ist. Braucht man nicht riesig. Ich würde auch keine großen Bäume fällen oder so. Tja, Bestimmungsbuch finde ich gar keine schlechte Idee. Würde ich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch sagen. Muss man ja, fühlt sich ein bisschen an wie Spicken in der Uni oder so, aber finde ich ganz gut, weil also gerade so die Pflanzen- und Pilzwelt auf anderen Kontinenten, klar kann man vorher alles studieren oder so, aber wenn man vor Ort ist und man ist sich nicht ganz sicher, passt das jetzt oder passt das nicht, dann würde ich sagen, geht man lieber auf Nummer sicher und ich glaube, das geht in eine gute Richtung. Aber würde ich sagen, wir schauen mal weiter rein. Also Landwirtschaft Mittelfranken hat 5 Euro gespendet. Vielen, vielen lieben Dank. Das freut uns sehr. Trinkbares Wasser findet man dort, ja. Ja, da haben wir auch was gehabt, ne? Wo ich dann denke, Leute. Ja, also genau, wir gehen, genau. Also ja, aber ich meine mich zu erinnern, also das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, können wir gleich nochmal gemeinsam recherchieren. Ich glaube, in Nordamerika ist es so, dass man Oberflächenwasser oder grundsätzlich Wasser auch in Bächen und Flüssen nicht einfach so trinken kann. Ich weiß nicht, ob es an Bakterien liegt, an irgendwelchen Amöben. Hab ich nochmal nachgelesen, du hast recht. Ja? Hm? Du hast mir das neulich gesagt, wo ich dachte, Mensch, die haben doch da genug Wasser, was soll denn das da mit Tabletten und da abkochen, so ein Quatsch, das machen wir doch in Schweden auch, Becher in den See und dann trinken. Nee, ist nicht so empfehlenswert. Da muss man sagen, gut, die First Nations früher, die haben auch nicht das Wasser abgekocht. Ja, aber das ist wahrscheinlich so wie Montezumas Rache. Also man wechselt den Kontinent, damit die lokalen Bakterien und dafür ist unser Verdauungssystem anscheinend nicht trainiert. Vielleicht haben sie es ja auch abgekocht. Vielleicht haben sie es auch abgekocht. Das weiß man ja nicht. Nee, nicht. Ja, aber abkochen empfiehlt sich. Aber wir gucken mal, wir haben es ja erst 2,5 Minuten geschafft. Gehen wir wieder rein hier. Ist also das Volumen der Flasche. Zusätzlich bekommen die Teams folgendes Equipment gestellt. Einen Schlafsack, Ausrüstung zum sicheren Feuer machen, ein Abwehrspray gegen wilde Tiere sowie ein Erste-Hilfe-Kit. Das Benutzen dieses Erste-Hilfe-Kits führt diese Staffel zum direkten Ausscheiden des Teams. Außerdem hat jedes Team Kommunikationstechnik dabei, um täglich mit einem Code Green zu bestätigen, dass beide Teilnehmer noch leben. Ein Abenteuer gemeinsam zu bestreiten kann positiv sein, aber auch zu Konflikten führen. Bricht eines der 2 Teammitglieder ab, scheiden beide Teilnehmer aus. Das Duo muss also gemeinsam die 14 Tage überstehen, um sich am Ende Gewinner von Seven vs. Wild Teams nennen zu dürfen. Schon schön. Also Landschaft in Kanada. Ich weiß, wer schwitzt. Wir sehen uns in Valhalla. Dieser Survival-Selbstversuch startet genau jetzt! Panama war letztes Jahr. Jetzt ist Kanada dran. Das hier ist das echte Game! Wenn das mit nicht so viel Energie mache, wir haben aber gewaltige Vorfreude. Die wichtigste Vorbereitung, wenn ich das jetzt sehe, was ist die wichtigste Vorbereitung vom Survival Trip? Motivation. Motivation und viel Schokolade. Schokolade. Also du willst Schokolade in die Flasche tun? Nee, ich würde vorher Schokolade essen. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, das habe ich auch immer gemacht. Ja, deswegen erinnere ich mich dran. Ne? Ja. Also bei unseren Survival-Touren ist ja so wie hier auch, hat man nichts zu essen mitgenommen. Ich habe auch die Rucksäcke sogar gefilzt, weil manche das so heimlich einschmuggeln wollten und das ist dann irgendwie Unfälle. Hat ja schon so Dschungelcamp-Vibes. Ja, stimmt. Das habe ich gemacht, weil ich dachte, das ist unfair. Da bist du nachher im Busch, also jetzt hier bei uns in der Eifel und
Wir sind auch extra so gelaufen, dass die Leute sich sehr, sehr verlassen wähnten und den Rückweg nicht mehr gefunden haben. Weil im Prinzip im Kreis. Wir haben, glaube ich, vom Forsthaus, naja, so 800 Meter Luftlinie. Ja, das ist derselbe, was hier auch, ja, ist auch so. Aber ist es noch was anderes, wenn man da hinfliegt? Ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, wir übersteuern ein bisschen. Ja. Ist schon noch was anderes, als wenn man da gerade hinfliegt, 800 Meter Luftlinie, und wenn man quasi noch dann 5 Kilometer durch den Wald geht und denkt, man wäre jetzt wirklich absolut in der Einsamkeit. Wirklich abseits der Wege. Und was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich habe mich wirklich vorher, das stimmt, vorher mindestens noch eine Tafel Schokolade reingeprügelt, zusätzlich zum Mittagessen, damit ich wirklich für den ersten Tag pappsatt war und wirklich gar nichts mehr zu essen brauchte. Und das haben halt manche vergessen. Ja. Wir fühlen uns gewappnet. Das vergisst man, ne? Also das ist ja wirklich da so, dass, also man, das sind Sachen, die man erreicht mit dem Auto ja nicht, ne? Also nee, ich meine, das ist nee. Also wirklich die einzelnen kleineren Inseln von Vancouver Island, die kann man wirklich nur mit dem Wasserflugzeug oder halt mit einem Boot erreichen. Also wir sind damals von Campbell River in das Homeland sozusagen von der First Nation mit einem sehr, sehr schnellen Boot gefahren. Das ist so, weiß ich, 50 Stundenkilometer, was übers Wasser gebrettert, und wir haben da 2 Stunden gebraucht, ne? Und die Leute, die sich's leisten konnten, sind da mit dem Wasserflugzeug hingeflogen. Gönnen wir es denen mal, dass die ja fliegen konnten. Also ich finde die Produktion, muss ich sagen, also ich habe auch die ersten Staffeln geguckt, finde es mega cool, vom eigentlich so simpel, aber auch zu Recht erfolgreich. Ja. Wir sind ready. Was passiert jetzt? Wir müssen mal. Was passiert? Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen, viel Vorbereitung gehabt, viel psychisch, viel schon gedacht, wie wird das werden. Jetzt, heute, ist dieser Moment gekommen, an dem wir ausgesetzt werden. 14 Tage mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Wir werden Probleme haben, für die es Lösungen zu finden gilt. Aber eins ist klar, wirklich, 14 Tage im Dreck, auch ohne Essen, das kann man schaffen. Glaubt an euch. Ja, denkt dran, was die Leute da draußen geschrieben haben. Die nicht an euch geglaubt haben. Richtig. Die gesagt haben, du gehst raus an Tag 2. Das packst du niemals. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Freunde, Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Hab keine Angst, die Angst ist was Gutes. Ja! Ja. Schönen Urlaub mit euch. Ja, macht euch eine gute Zeit. Und wieder rauskommen. Viel Spaß dir mit Roman. Ja. Übrigens, Thema Angst, ne? Kann man auch, ich weiß gar nicht, wie, vielleicht schaffen wir es auch gar nicht alles, aber Thema Angst, das finde ich auch noch was Spannendes, ne? Weil Angst ist ja häufig als negativ angesehen, aber Angst ist was richtig Gutes, ne? Also zu viel Angst, dass es einen lähmt, ist natürlich blöd, also gerade auch in so Überlebenssituationen, aber grundsätzlich ist Angst ja einfach nur erstmal, und so muss man es, glaube ich, dann auch wahrnehmen, erstmal ein Indikator dafür, dass irgendwas gefährlich ist. Yes. Also es schützt einen quasi vor Übermut oder so, ne? Also vor leichtsinnigen Aktionen. Ich glaube, wer keine Angst hat, ist ziemlich schnell tot. Ja. Wir beide. Auch wer zu viel Angst hat in solchen Situationen, also wirklich jetzt in echten Survival-Situationen, natürlich auch. Ne? Also es gilt dann, einen gesunden Mittelweg zu finden. Ich bin gespannt. Ich meine, es ist ja, der Punkt ist ja, kein Zivilisationskontakt. Ne? Mhm. Auf sich alleine gestellt, das bist du doch hier in jedem Eiffeltal. Kein Handyempfang, du brichst dir irgendwie die Beine, ne? Keine Ahnung was, da finde ich so schnell keiner. Mhm. Also ich meine, da, man denkt immer, wow, und wie gefährlich und so. Ja, aber da gibt es auch einige Ecken in Deutschland. Ich meine, allein wenn man mit dem Zug reist, hat man ja schon kaum Handyempfang oder in vielen Ecken noch nicht. Aber hier so in den tiefen Tälern, das wird im Schwarzwald, im Bayerischen Wald, möglicherweise auch auf irgendwelchen Nordseeinseln so sein. Wenn du da allein unterwegs bist, kann dir überall was passieren. Also das wäre das, übertriebene Angst muss man nicht haben. Nee.
Im Urlaub fahren. Links Ende, linkes Boot. Jetzt nicht fallen lassen. Und noch eine ganz kurze Unterbrechung. Ich will jetzt gar nicht, will das hier gar nicht zu sehr stückeln. Eben hat irgendjemand gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob wir auch auf Mission Kanada von Robert Mark Lehmann reagieren werden. Hatten wir auf jeden Fall geplant. Wir können ja gleich mit einer Abstimmung machen. Auch super spannend ist ja auch, Kanada ist mit Wilderness International, wo ich ja eben schon gesagt habe, oder in den letzten Streams schon gesagt habe, mit denen wir auch viel machen, die ganz tolle Schutzprojekte da machen. Am liebsten würde ich da auch mal reagieren. Die aktuellste Folge habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht gucken wir da gemeinsam dann das erste Mal rein. Ja. Können wir am Ende des Streams mal eine Abstimmung machen. Also sollen wir mal ganz, ganz kurz zwischendurch mal die Zuschriften kurz anschauen, weil wir die erste halbe Stunde ja schon mal rum haben. Genau, das erste war so ein bisschen die Mikrofonabstimmung, so das Übliche, wenn wir starten. Sascha vermisst die Fernsehsendung mit den zwei Prominenten im Wald. Ja, vielleicht kommt auch noch mal irgendwas. Ne? Zwischendurch gab es halt den Kinofilm, dann hat sich das ein bisschen gebissen, dann ging das nicht mehr. Alchemist meint, gibt auch noch Mohnblumen gegen Rückenschmerzen. Jo, aber ich weiß nicht welche. Wenn sie falsch ist, hat man gar keine mehr. Nie wieder. Das will ich natürlich auch nicht. theoretisch hätte man ja auch Rückenschmerztabletten einpacken können. Stimmt. Wir wollen ja nicht Spoiler, genau. Nicht. Ja, aber sowas könnte man machen. Ne? Sascha würde mit mir gehen. Ja, Sascha, aber wenn ich ausfalle, würdest du auch ausfallen. Das wird unter Umständen würden dann das 13 Übernachtungen im Hotel sein. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, also mir wird das schon Spaß machen, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich müsste viel lieber Mission Erde als das. Wir wollen so ein bisschen ausgewogene Mischung. Ich meine, es geht ja jetzt auch um diese Naturschutzthemen und mit Naturschutzthemen, also jetzt bei Robert dann auch Mission Erde, Kanada. Und das ist zwangsläufig leider immer auch irgendwie mit Naturzerstörung verbunden, was man auch sieht. Also die Message am Ende ist ja natürlich positiv. Aber wir wollten jetzt mal was rein Unterhaltungsmäßiges machen, wo wir wirklich, wo es nur um die Unterhaltung geht und wir nicht wieder auch auf teilweise traurige Themen eingehen müssen. Aber wie eben gesagt, nehmen wir vielleicht. Und ihr lernt dadurch auch mal ein bisschen andere Seite von uns beiden kennen, weil wir, ne, ich denke, die wenigsten von euch wussten, dass wir auch so einen Kram machen. Sollen wir weiter? Ja, ne? Ja, von mir aus gerne. Haben wir noch ein bisschen was vor uns hier. Linkes Boot? Ja. Ach was. Also kann man auch sonst wieder. Rechtes Boot. Ja, können wir schon genau hier machen. Oh ja. Scheiße, jetzt kommt schon ein bisschen mit. Ja, kannst du mitkommen. Ja, also, Diese Fahrten zwischen den Inseln, die sind super, super schön, weil da ganz starke Gezeiten sind und da sind massig Wale, Seehunde, Weißkopfseeadler, das ist wirklich unglaublich. Und man sieht hier diese Wege, die so gut ausgebaut sind, das sind häufig Forststraßen. Man sieht ja auch im Hintergrund, dass die Bäume nicht so schrecklich hoch sind. Das liegt daran, dass jemand die alten schon mal weggemacht hat. Und die werden dann eben ans Ufer gebracht und da weggeflößt. Also die Straßen enden im Nirgendwo. Den Jungs, aber ich hoffe, da sind Wölfe. Okay, seid ihr drin? Ja, so rechts, ne? Ja. Mhm. Okay, legt den Ball in, Koffer auf. So, warte mal. Es geht los, jetzt auf dem Mini-Schlauchboot. Holy shit, sieht das krass aus. Alter. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Service, ne? Ey, vielen Dank.
Trimax und Rumatra. Er ist einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands und veranstaltet die größten Live-Events im Internet. Keiner investiert so viel Zeit und Geld in Mobile Games wie er. Doch wie schlägt sich der Zocker ohne Pay-to-Win? Das finde ich tatsächlich auch irgendwie ganz spannend, dass dieses Jahr wirklich ja Leute reingegangen sind, auch die gar keine Ahnung davon haben, die es noch nie gemacht haben, die sich vielleicht ein bisschen vorbereitet haben. Finde ich tatsächlich wirklich spannend in der Beobachtung, aber da gehen wir gleich, sehen wir ja heute noch nicht so viel, aber in den nächsten Folgen sieht man noch viel. Einmal ganz kurz durch die Fragen. Nächstes Mal bewerben wir uns für die nächste Staffel. Wahrscheinlich nicht. Ja, mal gucken. Ja, schauen. Wir Schweden fände ich tatsächlich sogar noch spannend. Grundsätzlich einfach, weil ich das mag, weil ne, so die Vegetation da, also jetzt aber zum Beispiel irgendwelche tropischen Inseln oder sowas, da hätte ich persönlich überhaupt gar keine Lust drauf. Nee. Also Nordhalbkugel sehr weit nördlich, ne, also alles so auf unserem Breitengrad und weiter nördlich könnte man sich überlegen. Ne? Ja, gibt es uns auf Twitch? Nein. Und Schweden mit Sebastian Kippu. Ja, die Region wird es auf jeden Fall hergeben. Vielleicht ist er seine Lebensversicherung. Teampartner Rumatra geht gemeinsam mit Trimax an den Start. Sein Bachelor in Raumfahrttechnik hat ihm dabei geholfen, die gemeinsame Flasche besonders präzise zu packen. Bekannt geworden sind die beiden durch ihre ständigen Anfeindungen gegeneinander. Eine absolute Überraschungskiste. Alles kann passieren. Oh, das passt alles rein, okay. Okay, was haben die? Messer, Handkettensäge, Säge, Blätter und Griff. Schleifstahl. Oh, Schleifstein. Schleifstein brauchen sie wirklich nicht. Das kannst du auf jedem Stein machen. Ja. Feuerzeug, Feuerstahl. Okay, ist doppelt. Ja gut, das ist ja kein. Die meisten packen, wenn wir es dann sehen. Ja, das ist Magnesium. Ja, das ist Magnesium. Plane finde ich grundsätzlich auch gut, ist halt, ja. hat man es dicht, ne? Und die kriegt man in der Regel nämlich viel Platz weg. Ja, dann geht's schon los. Schnur, Draht, Kochschale? Hm? Angelschnur, Angelhaken, ja, Angelköder. Ich meine, klar, also wenn man angeln möchte, ich meine, Angelschnur und Angelhaken nehmen ja nicht viel Platz weg. Wasseraufbereitungstabletten auch. Brühe, Pinzette, Pflaster hätte ich auch mit eingepackt, weil man ja den Erste-Hilfe-Kasten nicht antasten darf. Und Schmerztabletten, Apfeltabletten. Apfeltabletten kann man sich sparen. Ja, ich glaube, das kannst du wirklich. Das Wasser unabgekocht trinken. Ja. Übrigens, mal ganz kurz. Das ist eine ganz kurze Frage. Was ist der Sinn des Ganzen? Nur Amüsement? Nee, es geht wirklich darum, was kann man draußen machen? Was ist sinnvoll? Also wir gucken sowas gerne, dass man wirklich auf sich selber mal überlegt. Das sind ja, wenn man es nicht komplett 14 Tage macht, kann man sich lauter kleine Mikroabenteuer rausziehen. Also ich finde das total cool, ne, zu gucken, wie verbunden ist man noch mit der Natur, was kann man draußen tatsächlich machen. Ne, und das würden wir gerne mit unseren Erfahrungen verknüpfen. Aber es kann natürlich auch unterhalten, ganz, ganz klar. Auf Wiedersehen! Bis in 14 Tagen! Arrivederci! Wow! Guck mal, diese arschgeilen Seelöwen im Wasser und Otter. Ist alles voll. Ich muss jetzt hin und her. Das allererste, also auch nochmal, wie gesagt, ich sehe bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen kommt so ein bisschen so leichte Kritik aus. Was wollen wir überhaupt? Wir werden übrigens auch nicht auf alle Folgen reagieren. Wobei das, glaube ich, sich eher auf die auf Seven vs. Wild bezieht. Okay. Also nur für uns, einfach wie, was macht man in der Natur? Hier zum Beispiel, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was die als erstes machen. Was würdest du als allererstes machen, der läuft jetzt los? Das wirklich allererste. Also für mich wäre das allererste erstmal flott Lager fertig machen, beziehungsweise Kram hinlegen, gucken, wo gibt's Wasser. Wasser ist für mich erstmal mit das Wichtigste. Ja, und noch davor? Da gibt es wahnsinnige Gezeiten. Ich würde als allererstes gucken, wie hoch geht die Flut. Ja. Also wenn die jetzt irgendwo Sachen abladen, da könntest du es. Ich würde mich grundsätzlich nicht direkt in den Sand am Strand laden. Auf gar keinen Fall. Und dann wirklich gucken, wie hoch kommt die Flut. Und zwar
nicht der aktuelle Spülsaum. Das sieht man hier jetzt gerade so ein bisschen, wo die Algen angeschwemmt sind. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das ist da der Bereich, wo die aktuelle Flut ist. Aber im Moment sieht das da alles sehr windstill aus. Also wie weit geht das rauf, wenn es windig ist? Und nur oberhalb dieser Linie braucht man überhaupt nach Süßwasser gucken, braucht man überhaupt nur einen Lagerplatz suchen oder auch nach essbaren Sachen, weil ich wüsste nicht, man sieht es ja auch da, Salzwasserpflanzen scheinen da nicht allzu viel zu wachsen. Ja, Bleikugeln kam die Frage, ist in der Regel fürs Angeln. Also das heißt, macht man mit an die Angelschnur. Damit der Haken nicht oben auf dem Wasser schwimmt, sondern absinkt, da wo die Fische sind. Ne? Wie unepisch, wir winken und sagen tschüss. Die Drohne filmt dich, Alter, nicht jetzt pissen, Rumatra. Nein, Rumatra. Ist meiner Meinung nach übrigens auch ein Vorteil, wenn du mit dem Hubschrauber anfliegst, weil du hast natürlich schon einen super Überblick über das Gelände, ne? Wenn ja, du da ankommst. Also dann sollte man wirklich schon gucken, ja, wo gibt es das nächste Trinkwasser, wo gibt es einen Bach und so weiter und so fort. Ja. Ich schon wieder mal unterbrechen. Also ihr seht da sehr viele Stämme liegen. Ne? Die kommen leider teilweise von den Kahlschlägen. Das sind irgendwelche Sachen, die sich bei den Flößen losgerissen haben. Also es gibt schon Treibholz. Wir hatten übrigens auch mal einen Podcast. Eine Podcast-Folge war das mit der Antje Boetius von Alfred-Wegener-Institut, die Leiterin. Die hat mir erzählt, dass an Totholz sogar bestimmte Krebsarten leben. Also Totholz im Meer, was dann auch versinkt, das ist ein eigenes Ökosystem. Also das gibt es schon von Natur aus, aber da liegen ja die ganzen Strände voll. Das ist schon angeschwemmtes Holz von der Holzindustrie. Man sieht das ja auch, das sind häufig auch so mit einem relativ glatten Schnitt. Die Bäume, da hängen dann also seltenst mal Wurzeln dran. Ja, ich meine, die sind zwar rund geschliffen an den Enden. Ja, das könnte ja auch abgebrochen sein, aber das ist oft von der Holzindustrie, ne? Survival Martin und Fritz Meinecke. Martin ist seit 10 Jahren im Outdoor-Bereich unterwegs und hat seine Grenzen bei diversen Selbstversuchen kennengelernt. Er denkt mit dem Herzen und hat unvergleichlichen Humor. Anders als bei seinem Teampartner Fritz. Denn Fritz lacht niemals. Bei dem finsteren Blick und imposantem Bart wird auch dem Letzten klar. Hier steht ein waschechter Abenteurer. Insgesamt haben die beiden schon 3-mal an Seven vs. Wild teilgenommen. Immer mit Erfolg. Seit den Anfängen auf YouTube sind sie befreundet. Wird ihre Freundschaft an dieser Probe zerbrechen? So. Ja, auch Messersäge, Zwillgummi, okay, die wollen auf irgendwas schießen. Boah, das ist diese Jagdschiene, wo man wirklich sagt, also jetzt mal ganz im Ernst, wenn es geht ja da auch um logischerweise eine Filmproduktion, ne, und was das mit den Zuschauern und Zuschauern macht, und wer würde jetzt ein Eichhörnchen vom Ast schießen und anschließend auf den Stock stecken und essen? Oder du brauchst doch nicht mal nach Hause zu kommen, glaube ich. Oder ein Vogel. Ich glaube, es gibt Survival Squad, gibt es ja auch zwei Leute, die von einer zumindest mal bei Survival Wild mitgemacht hat, die schießen auch auf Vögel. Also das ist immer, ich finde es super spannend zum Zugucken, einfach weil es unterhaltsam ist, aber andererseits denke ich mir dann in solchen Situationen, einen Vogel zu schießen, da ist ja wirklich nichts dran, ne? Und man bringt sich ja freiwillig in diese Situation, also es gibt nicht die Notwendigkeit dazu, und das dann finde ich immer ein bisschen schwierig. Wenn man wirklich überleben müsste, gar keine Frage, aber das müssen ja nicht, also ja, schwierig. Ja. Mit der Draht, okay, da ist hoffentlich nicht für Schlingen gedacht, aber ich vermute mal nicht. Ja, kann man ja vielseitig einsetzen. Ansonsten relativ ähnlich, so wie bei allen anderen Stellen jetzt noch mit drin. Wasserfilter finde ich auch super sinnvoll.
Durchfalltabletten, weiß ich auch. Das sind wichtiger als Apfeltabletten. Ja. Schmerztabletten hätte ich auch mitgenommen. Ja, ja. Vielleicht tatsächlich auch irgendwie so Klammerpflaster oder sowas, wenn man sich mal schneidet. Finde ich immer gut, wenn, ja, wenn man so eine blutende Wunde schnell verschließen kann. Und Naturseife finde ich nicht schlecht. Jetzt ganz im Ernst, wer 14 Tage, sorry, dass ich mal so drastisch sage, in den Busch kackt und hat möglicherweise Durchfall, da fände ich es schon schön, wenn man sich die Hände wäscht, oder? Nicht? Ja, Wasser muss doch sowieso abgekocht werden. Ja. Irgendwie aber vielleicht am besten nicht. Dann von dem, der keinen Durchfall hat. Ne? Ja, nee, mit der Seife, das ist mir schon sympathisch. Ja, ja, nee, finde ich. Ja, finde ich tatsächlich auch. Also gerade 14 Tage, das ist ja auch ein, das ist ja also gerade so für, und das ist ja ganz viel Mindset, ne? Also 14 Tage ohne Essen zu überleben, das schaffen die meisten Menschen, die normal ernährt sind, ohne Probleme. Aber dieses Gefühl, was sich dann entwickelt, wenn man nach 14 Tagen nicht gewaschen, und das ist auch einfach nicht schön. Also das ist ja auch demotivierend, ne? Und ich glaube, so für das körperliche Wohlbefinden ist das ein richtiger Boost, wenn man mal einmal frisch gewaschen ist. Das ist ja, wie kennt man ja, frisch geduscht, nachdem man irgendwie ein paar Tage draußen geschlafen hat, ist immer sehr schön. Leute, Alter, es geht los. Oh. Fucking 14 Tage Wildnis liegen vor uns. Da hinten fliegt unser Aussetzungsheli weg. Der Kamera-Heli fliegt weg. Und holy shit, wir haben einen verdammt riesigen. Und hier hinter dieser Landzunge ist das Camp irgendwo da, ne? Also da, wo der Hubschrauber gerade hinfliegt, natürlich. Bisschen nah dran, ne? Also ja. Das würde mich, glaube ich, ein bisschen nerven. Randbereich mit jeder Menge Treibholz. Wir haben hier irgendwie einen. Ein Fluss. Oder sowas, ne? Ich muss das mal pinkeln und dann kommen wir ganz kurz klar. Wir atmen das. Wir machen Kamera aus, wir setzen uns mal hin, wir atmen mal 5 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Links und rechts aussieht. Links waren Höhlen. Rechts kann man langlaufen, aber es ist nicht viel Platz, Leute. Schlucht hier, hätte sich ja jetzt erst. Ja. Das hier, bam. Boah. Übrigens diese ganzen großen Steine, ne? Also in der Regel sind da ja auch, also wenn man Fleisch essen möchte, sind da ja auch sehr, sehr häufig zumindest kleine Krebse drunter. Das ist ja auch das. Der Grund, warum man zum Beispiel Schwarzbären sehr gut auch vom Boot beobachten kann in Kanada, weil die auch den ganzen Tag dann, also wenn Ebbe ist, draußen rumlaufen, Steine umdrehen und gucken, ob da irgendwelche Krebse drunter sind, Krabben drunter sind, die fressen können. Also findet sich auf jeden Fall ausreichend. Und ich glaube, das ist auch, ist ja wie bei jedem Trip oder Urlaub, den man plant, einfach die Vorbereitung. Ne? Also was gibt's da, wie verhalten sich da die Tiere, was für Pflanzen gibt's da? Idealerweise nimmt man dann tatsächlich wahrscheinlich so ein Büchlein mit, wo es drin steht. Es gibt auch giftige Tiere, ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Und was ganz wichtig ist, zumindest aus unserer Erfahrung, man muss am ersten Tag anfangen, mit Essen zu experimentieren. Also weil wenn man hungrig wird, wird man auch lethargischer irgendwann. Ne? Die Kräfte lassen ja nach. Und die Experimentierfreudigkeit lässt nach. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, am Anfang Dinge auszuprobieren mit vollem Magen. Aber dann ist die Motivation einfach am höchsten.
Und das wird häufig unterschätzt, dass man sagt, ah komm, ich bin noch satt hier, hab mal ein Frühstück da ordentlich was reingehauen, heute ist immer wurscht und dann starten wir morgen in Ruhe, aber morgen ist dann schon mit Hunger. Und mit Hunger probieren die Leute nicht mehr so viel aus. Die Naturensöhne. Gerrit ist die eine Hälfte der Gebrüder Natur. Klotzen, nicht kleckern ist sein Motto. Als ehemaliger Bundeswehrsoldat bestimmt er dabei häufig, wo es lang geht. Wenn ihm jemand was sagen darf, dann nur seine bessere Hälfte Andi. Dieser ist nicht weniger fleißig und vervollständigt das Duo. Andi ist genau wie sein Kompagnon gerne Outdoor unterwegs und baut gemeinsam mit Gerrit die wildesten Konstrukte in den Wald. Seit 20 Jahren sind sie beste Freunde. Sie werden zusammen überleben oder zusammen sterben. Die haben alle ein solides Startgewicht, ne? Also, es ist, also und ich meine, das ist ja wirklich so, dass man, wenn man 2 Wochen nichts isst, dann zehrt man ja von seinen Reserven. Also, grundsätzlich ist das dafür wirklich eine gute Sache, eigentlich, ne? Also, eigentlich müsste man sich davor, haben die vielleicht auch gemacht, weil sie jetzt nicht wirklich fett angegessen oder sogar gefressen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, wobei der Hunger natürlich dann hinterher umso größer wird, aber der Körper kann das länger aushalten, stimmt. Ist ja eigentlich auch der Sinn. Ja, 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 deswegen so, machen wir sowas, ja. Vergessen in Zeiten von Chips und Eis und was weiß ich. Oh. Bei dem auf jeden Fall eine volle Flasche. Kompass erschließt sich mir jetzt noch nicht so. Nee. Kann man auch echt, also wenn man Synthetikfasern dabei hat, kann man sich auch easy selber basteln. Also Nadel und... Ja. Also wenn du weißt, wo Norden und Süden ist, okay, aber du musst dir eigentlich Landmarken merken, ne? Wenn du durch den Wald stapfst an einem dicken Baum mit dem doppelten Krone links oder irgend sowas in der Art, aber du bist, naja gut. Ja, und ich meine, man sieht es ja, also selbst wenn man keine Uhr dabei hat, so Pi mal Daumen kriegt man ja mit, wann Mittagszeit ist, ne? Da kann man sich schon erschließen, zumindest wo Süden ist. Würde ich auch sagen. Und also, wenn man weiß, wo Süden ist, dann weiß man auch, wo die anderen Himmelsrichtungen sind. Gewindestangen, auch interessant. Unterlegscheiben ist für Unterkunftbau, aber ja, Panzertape hilft immer, wenn man Platz dafür hat. Ich sehe auch Zahnstocher, aber die kann man sich nur wirklich selber schnitzen. Das sind ja überall Äste. Oder? Also Zahnstocher, also wenn du ein Messer hast, kannst du dir 300.000 Zahnstocher. Wasserfilter, Salz finde ich auch gar nicht so dumm. Nimmt wenig Platz weg, ist immer. Also Salz am Meer. Müsstest du eigentlich nur. Stimmt, ja. Oder? Auch, also Gezeiten, da kannst du die Steine ablecken. Das ist völlig recht. Oder ein bisschen Salzwasser ins Essen tun, ist es, oder nicht? Stimmt, doch, kann man machen. Das finde ich jetzt am Meer echt interessant. Aber ansonsten auch durch. Zahnbürsten finde ich auch gut grundsätzlich, aber kann man sich ja auch echt leicht selber basteln. Ne? Also ist jetzt auch nicht, also klar, man kriegt jetzt nicht die Mundhygiene hin, die einem Zahnarzt empfehlen würde. Aber also man kriegt die Zähne auch ohne Zahnbürste. Also ich erinnere mich, dass wir haben das ja auch so Haselnusszweigen selber gemacht, ne, so zerkaut, dann kann man so ein Bürstchen machen und das war sogar nach Empfehlung der WHO oder so für Menschen in ärmeren Gebieten, die kein Geld für Zahnbürsten haben. Das ist für die Mundhygiene eigentlich ausreicht. Aber gut. Also nur zur Erklärung, dass quasi man macht dieses Ästchen ab, dann in dem Fall bei Haselnuss und kaut da so lange drauf, bis das ausgefranst ist und dann hat man wie so eine Mini-Bürste und damit kriegt man auf jeden Fall den Belag von den Zähnen. Genau. Ja, für den Geschmack, ja gut, da hätte man vielleicht irgendwas mitnehmen können, aber die Zahnbürste selber, die kann man selber machen. Ja, Durchfalltabletten. Ja, auch sehr Seife auch. Stecknadeln noch. 18 in 1 Seife, das ist ja ein krasses Wundermittel. Echt? Okay, das kann man auch zum Anbraten nehmen von irgendwelchen Sachen. Kann man zur Not auch trinken. Schmeckt wahrscheinlich auch irgendwie nach Limette oder so. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Na gut, aber gucken wir mal. Aber gut, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr viel aus, ja. Okay, wir schmeißen jetzt erstmal die Sachen weiter nach oben, weiter nach oben. Eine Challenge noch für euch hier im Chat. Wir haben ja gesagt, quasi so 3 Gegenstände ist das, was beim Survival hier bei uns in der Waldakademie und auch was du damals gemacht hast, mitgenommen wurde. Wenn ihr nur 3 Gegenstände mitnehmen würdet, was würdet ihr mitnehmen? Würde mich echt interessieren, was eure 3 Gegenstände, gerne hier, gehen wir mal von, ist ja eigentlich egal, ob jetzt Nordschweden oder, also ja, ich würde sagen, Schweden. Genau. In der Zwischenzeit nochmal, Ted fragte hier oder hat eingeworfen, Heilfasten, das ist es halt nicht. Weil man sich anstrengt, auch da die Erfahrung haben wir gemacht, wenn man 24 Stunden, ne, auf der Schlafzelt dann mit zur Arbeit, so hart ist der, 24 Stunden wirklich körperlich hart aktiv ist und auch viel schwitzt und so weiter,
dann klappt das mit dem Heilfasten nicht, ne? Weil der Körper so viel Kalorien verbrennt, das kann man tatsächlich nicht vergleichen. Also das ist, weil man das sehr, sehr schnell sehr schlapp macht. Oben und dann gehen wir hier erstmal den Strand ab. Weißt du, was wir dann machen? Das habe ich mir vorher schon geschworen. Wir setzen uns ganz kurz hin und chillen 2 Minuten und kommen mal kurz runter. Okay. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja? Sehr gute Idee. Ja. Nur würde den gut tun, nicht das ist wie Heilfasten. So. Das wird ein Abenteuerurlaub. Platte und Reese. Aufgewachsen in Brandenburg blieb dem jungen Kevin, aka Papa Platte, nur eine Wahl, um groß rauszukommen. Tanzen. Nachdem dieser Plan scheiterte, begann Kevin zu streamen. Besonders bekannt ist er dabei für seine Anglizismen und die inflationäre Verwendung des Wortes Bro. Als einen solchen sieht er auch seinen Teampartner und Freund Dominik. AKA Reese. Als Lebemann probiert Reese ständig neue Dinge. Besonders bekannt ist das Doppelpack durch den gemeinsamen Podcast Edel Talk. Sie kennen sich in- und auswendig, doch keiner von beiden hat irgendwelche Erfahrungen im Bereich Survival. Trotzdem war ihr größter Wunsch die Teilnahme an Seven vs. Wild. Man soll aufpassen, was man sich wünscht. Hier gucken wir mal ganz kurz. Messersäge hat quasi fast jeder dabei, ne? Das ist Zwillengummi, da haben sich anscheinend irgendwie abgesprochen und gedacht, die können alle mit einer Steinschleuder. Moskitonetz kommt immer auf die Jahreszeit an, ne? Kann Sinn machen. Klebeband, Panzertape, okay. Aber auch Panzertape, wenn man das, also wenn man es clever macht, nimmt das gar nicht viel Platz weg. Man kann das ja auf bestehende Gegenstände rollen und dann quasi abrollen wieder. Also man kann es zum Beispiel um Sachen drum kleben und dann wieder abmachen. Ist ja manchmal nur für Kleinigkeiten. Also insofern finde ich, macht das auch. Ja. Kann das auch Sinn machen. Auch so eine 18-in-1-Seife, das scheint irgendwie so ein Geschäft gewesen zu sein. Zeckenentferner, also da bin ich jetzt auch überfragt, was. Kam auch eben die Frage mal, ne? Zecken habe ich mich aber auch schon öfter gefragt. Hätte ich vielleicht mal in der Zwischenzeit eine Erfahrung bringen. Wir waren zur Jahreszeit unterwegs, hat uns keiner gesagt, ich habe auch keine gefunden. War bei mir auch so, also wir waren im Oktober da, aber es auch. Auch Kompass, den hätte ich mir geschenkt. Aber gut, ja. Weiß man dann immer das hinterher. Ja, vor allem, man kann ja auch weiß, wann man losfliegt. Nee, die müssen oder bei haben. Die haben ja die, also erstmal der Zeitstempel auf der GoPro. Die haben ja alle filmen sich ja mit GoPros, die haben dieses Garmin für die Ortung dann später. Das heißt, die wissen ja, wie viel Uhr es ist und wenn du um 12 Uhr auf die Uhr guckst. Da weiß, wo Süden ist, ja. Ja. Naja, okay, aber. Gut, pass auf, ich war aber noch irgendwo, genau, jetzt kommt erstmal, was ihr alles mitnehmen würdet, vielleicht ganz kurz zwischendrin. Schlafsackmesser, Feuerstahl, jo, das klingt schon vernünftig. Taschenmesser, Schlafsack. Sascha hat geschrieben, Schuhwerk, also das würde ich zum Beispiel, ich glaube, Schuhe muss man nicht mit da reinzählen, die darf man, also alles, was man so wirklich also fix Kleidung im Körper wird, genau, muss. Haben wir ja nicht ausdrücklich gesagt, aber das würden wir jetzt mal voraussetzen. Isomatte brauchen wir übrigens nicht. Also man kann wirklich ganz, ganz tolle Schlafmatten aus Zweigen machen, indem man viel, viel besser schläft als auf Isomatten. Und das ist wirklich krass. Also wir haben das ja, also insbesondere bei dem Blockhaus-Event, da wurden dann auch Bäume gefällt und dann gab es da dann Reisig, was übrig war.
Und das ist so gemütlich, ne? Das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Weil da bildet sich nachher auch wie so eine Wanne, dann rollt man nicht raus. Das ist ja immer das große Übel bei Isomatten. Man rutscht runter oder man rutscht bergab, wenn eine ganz, ganz kleine Neigung drin ist. Also Isomatten in der Wildnis sind ganz furchtbar und das kann man wirklich ganz, ganz toll mit Zweigen machen. Hier ist es nochmal Wasserfilter, Tarp, Feuerzeug. Okay, dafür kein Schlafsack, auch gut. Also man kann theoretisch die Klamotten mit Laub ausstopfen, aber ich möchte nicht wissen, wie das kratzt. Das sind übrigens so Sachen, die stehen dann in so Survival-Handbüchern. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Messer, echt. Sommerstand und Flasche Maggi. Aber cool. Das wäre doch mal eine neue Challenge fürs nächste Seven vs. Wild. Nur Messer, Feuerstein und Maggi. Ja, da kann man einiges also, mit. Schlafsack ist schon schön. Ich meine, man kann. Aber das ist auch, ich glaube, die durften dieses Jahr gar kein richtiges Feuer machen, wegen der Waldbrandgefahr. Man kann auch so diesen Wärmeverlust, kann man auch aufwendig versuchen zu kompensieren mit aufwendigeren Feuerkonstruktionen, aber ob das in der Realität dann so klappt, wie man sich das vorstellt, weiß ich nicht. Also ich finde dieses tatsächlich Schlafsack, Tasse und Messer finde ich schon eigentlich eine gute Kombi, weil grundsätzlich mit einer Tasse, wenn man so eine Emailtasse nimmt, hat man erstmal ein gutes Gefäß, womit man Sachen schöpfen kann. Wasser einfach aufbewahren ist halt sonst super schwierig, aber man kann damit auch zum Beispiel Wasser kochen. Ne? Und genau. Das ist gerade insbesondere, wenn man mal was abkochen möchte, natürlich super wichtig. Dafür muss man natürlich Feuer anbekommen. So, und jetzt, wenn man jetzt ein Messer dabei hat und kein Feuerzeug, kein Feuerstahl, kein. Da muss man es mit Stöckchen machen, mit Reiben, mit Feuerbogen. Das ist so schwierig. Ne? Also ja. Ich meine, wir machen es bei uns in den Survival-Trainings, die wir hier in der Waldakademie machen, machen wir das wirklich mit Stahl und Feuerstein, also so, wie man sich das wirklich vorstellt. Also richtig nicht Stahl, nicht Magnesium. Genau, nicht so ein Magnesium-Stick, der schon von alleine Funken sprüht, sondern einfach Stahl und ein Stein quasi. Und das ist schon für viele eine große Herausforderung, aber wir haben es ja auch manchmal ausprobiert, dann wirklich mit allen möglichen Hilfsmitteln nur Holz auf Holz, und das ist unfassbar schwer. Also würde ich sagen, da braucht man schon. Also wir machen es wie vor 2000 Jahren, ne? Und diese moderne Variante, Magnesium-Stick, das sprüht solche Funken, da brennen einem ja schon die Klamotten ab, so ungefähr. Ja. Okay, der Heli fliegt jetzt wieder. Bro. Alter, jetzt sind wir hier einfach. Bro, what the... Boah, wenn ich jetzt hier alleine wäre, würde mir die Hose scheißen. Bro, stell dir vor, jetzt alleine 14 Tage. Alter, ich glaube, es ist noch nicht so richtig bei mir angekommen. Die fliegen jetzt einfach weg, die sind jetzt 14 Tage weg. Der letzte Hit ist der schön gewesen. Das sind so klein, die sehen aus wie Orcas, aber das sind, also Orca gehören ja, glaube ich, auch zu den Delfinen, ne? Größte Delfine, finde ich jetzt so gefährliches Halbwissen. Aber das sind kleinere Delfine, die sehen aber so aus wie Orcas. Aber auch schön. Erste Aussetzung findet statt bei uns im Boot. Zwei Teams sind mit drin. Wir, die Mädels, die Wildcutter. Jetzt ist die Frage, wer ist es? Packen! Wir sind dort! Tschüss, macht's gut! Wo bin ich denn hier drauf? Das kann man alles essen! Der Nachteil an Meer ist immer, es schmeckt alles nach Fisch, ne? Das ist also auch Algen. Oder schmeckt,
schmecken Fische nach Algen. Fische schmecken nach Algen, glaube ich. Ich glaube, es ist tatsächlich andersrum, was es aber nicht besser macht. Nee. Ja, übrigens, man sieht im Hintergrund immer sehr schön die Wasserkante, weil die Bäume, die sind natürlich nicht salzwasserresistent. Und dann sieht man eben, wie hoch die höchste Flut kommt. Und was interessant ist, vielleicht mal Fun Fact am Rande, dass von diesen Bäumen sehr viele ihren Stickstoff aus Fischen beziehen, den irgendwelche Tiere, Wölfe, Bären, Möwen, keine Ahnung wer, aus dem Wasser holt. Und die Tiere machen dann ihr Geschäft in der Nähe von den Bäumen und dann kriegen die darüber Fischstickstoff. Also das kann man auch nachweisen, dass dieser Stickstoff tatsächlich aus dem Meer stammt. Also die Bäume profitieren vom Meer, möchten aber ihre Füße nicht nass kriegen und da sieht man eben ganz gut die Grenze. Die haben deinen Rat befolgt. Direkt am ersten Tag schon irgendwas essen, was nicht schmeckt. Ja, aber finde ich gut. Knossi und Sascha. In der letzten Staffel hat Jens Knossi Knossalla die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Bekannt wurde er durch diverse Streams, Events, TV-Auftritte und Musik. Survival-Erfahrung hat er seit er, Zitat, früher im Familienurlaub mit der Klorolle unterm Arm über den Campingplatz gelaufen ist. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Außer sein Teampartner Sascha Huber natürlich. Der ursympathische Österreicher ist ein Bub vom Lande. Früher wurde er für sein Gewicht belächelt. Heute zeigt er durch seine positive Art, wie junge Menschen mit durchdachtem Training ihren Wunschkörper erreichen können. Aus der geteilten Inselerfahrung der letzten Staffel ist innerhalb eines Jahres eine waschechte Freundschaft entstanden. Nun wollen Knossi und Sascha gemeinsam triumphieren. Und Baumarten. Welche Baumarten haben wir? Baumarten. Das wird man weiter im Verlauf auch noch sehen. Da gibt es Hemlocktannen. Gibt es Red Cedar, wie heißt das, ist eigentlich der deutsche Name, Presse, keine Ahnung was. Ich habe jetzt nur nachgeguckt. Das ist das Typische da gibt es verschiedene Fichtenarten, es gibt aber auch Erlen, Birken, Weiden. Red Cedar ist übrigens ein super cooler Baum, also nicht nur, weil die werden ja, also die haben zumindest im unteren Bereich gigantische Stämme häufig und das Holz ist halt auch super widerstandsfähig. Das heißt, wenn man so einen Baum umkippt, dann bleiben die wirklich über viele Jahrzehnte intakt liegen. Dadurch ist halt wirklich unfassbar viel Totholz in diesen Wäldern, wo die auch wachsen. Übrigens, was man auch sagen sollte, aus solchen Wäldern stammt die Douglasie. Also das sind ja hier diese Küstenregenwälder, die sind wirklich richtig nass. Die alten, ganz alten Bäume erkennt ihr übrigens daran, sieht man vielleicht auch manchmal im Hintergrund, die sind voller Moose und Flechten, so wie Teddybären eingepackt. Und aus diesen feuchten Regenwäldern kommt die Douglasie, die gerade in Deutschland, wir erwähnten es ja schon mal in einer anderen Folge, als Ersatz für die Fichte gepflanzt hat. Und man denkt, nee Leute, das da ist was, ein völlig anderes Ökosystem, sollte man nicht tun. Mit einem breiten Grinsen auch diese Herausforderung meistern. Doch vielleicht wird ihnen das Lachen auch im Halse stecken bleiben. Eine Frage, menschlicher Einfluss in den Wäldern. Also auch auf Vancouver Island gibt es natürlich noch Urwaldreste. Aber da ist der menschliche Einfluss, zumindest von dem, was ich gesehen habe, noch sehr, 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 sehr groß. Also gibt extrem viele Kahlschläge und dann kommt es halt quasi Second-Growth-Wälder, das heißt Wälder, die schon mal kahlgeschlagen wurden, aber mittlerweile schon wieder nachgewachsen sind. So sieht das für mich tatsächlich auch hier aus. Ja. Also es sind keine echten Urwälder mehr. Nee, leider nicht. Genau, das ist das Thema auch, also quasi Fische, also einmal quasi durch Kot und einmal, also es wird halt quasi so das marine Leben in den Wald getragen, ne, durch Ja, genau. Übrigens, also verrottende Fischreste, also auch Fliegen zum Beispiel, Maden, die sich von sowas ernähren, machen Kacke und Pipi, in einem übrigens sogar. Und also du hast natürlich schon recht, es sind die verrottenden Fischreste, aber das ist dann häufig eben, sind dann Tiere, die das zersetzen. Aber auch Bakterien und Pilze, also lange Rede, kurzer Sinn, ja, es ist nicht nur Bären- und Wolfslosung. Tja, lustig. Also Würfel finde ich, kann er wirklich, also so ein bisschen einfach Unterhaltung, ne? So ein bisschen klassisch, kann gar nicht schaden, glaube ich. Ja, Oropax, wenn einer schnarcht oder wenn man mit Geräuschen nachts nicht klarkommt. Ich überlege gerade, könnte man die selber machen? Nee, ne? Nicht gut. Tabak, okay. Tabak ist halt Suchtbefriedigung.
Was haben wir noch drin? Irgendwelche besonderen Sachen. Kaffee finde ich, kann auch ein Booster sein, um ab und zu mal so einfach mal nochmal was anderes zu schmecken als Wasser. Instant-Kaffee brauchst du ja nicht viel. Also für eine Tasse Kaffee, das ist wie diese schmalen Zuckertütchen, also ich bin bekennender Zucker im Kaffee-Benutzer. Da brauchen wir wirklich nicht viel. Also diese so Stimmungsauffäller, das ist schon mal schlau, finde ich gut. Ja, und ansonsten jetzt nichts Außergewöhnliches. Tschüss! Tschüss! Bis in 14 Tagen! Wir sehen uns wieder! Das ist es! Ey, das sind die letzten Menschen, die wir jetzt noch sehen. Wir sind gestrandet. Wie geht der Song bei dir? Wir sind gestrandet. Wir sind Robinson. Du bist unser Held. Geh nie weg von der Insel. Bleib da. Umsonst und draußen. Asozial am Leben. Meiner Meinung nach auch das die größte Herausforderung für das Team. Also die haben es tatsächlich am schwersten, weil das ist ein Team, das ist ja, wie gesagt, kurzfristig zusammengekommen, weil Andreas Killing kurzfristig rausgeflogen ist. Und die kannten sich vorher nicht. Ne? Also die hatten ja vorher keine Berührungspunkte. Und ich finde es immer, wenn man, also klar, geteiltes Leid, halbes Leid ist, wenn man sich kennt, dann ist das so. Aber wenn man sich nicht kennt, kann das auch irgendwie blöd sein mit einer fremden Person, also die einem ja wirklich noch komplett fremd ist. Dann direkt in so eine Extremsituation. Also das ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Also würde ich nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich glaube ich auch nicht machen. Immer noch eine Frage. Red Setter ist doch Tui Applicata, oder? Hm? Genau. Geht's los! Jan Schlappen und Joey Kelly. Im steten Verlangen, das eigene Ableben zu beschleunigen, springt Jan von Häusern und Klippen. Nach seinem täglichen Einkauf bei Lidl spielt er nackt Fußball oder ist als Stuntman auf der Bühne bei den 257ers. Joey Kelly, Weltstar, Extremsportler, Legende. Es würde Stunden dauern, all seine Erlebnisse und Erfolge aufzuzählen. Von Südpol-Expeditionen über Survival weltweit bis hin zu unzähligen Ultraläufen. Wer oder was könnte diese verrückte Kombination aufhalten? Auch wenn sie sich nicht kennen, sie teilen das gleiche Mindset und die Liebe zum Extremsport. Risikobereitschaft und Waghalsigkeit kann einen aber auch schnell den Kopf kosten. Auch hier mal kurz reingucken. Feuerbrikett. Feuerbrikett ist ja auch interessant. Brauchen wir eigentlich überflüssig, nicht. Überflüssig, ne? Rettungsdecke, okay. Ja. Ich glaube, dein Handy macht hier Quatsch. Ich tue es mal weg, okay. Schrauben, Kabelbinder. Ja, Kabelbinder kann nicht schaden. Baumarkt an, ne? Ja. Kugelschreiber, Papier. Ich meine, ist halt, wäre dann für mich irgendwas gegen die Langeweile oder wenn man einfach irgendwas, aber ansonsten. Aufschreiben kannst du theoretisch auch auf Treibholz oder so, ne, mit Holzkohle oder keine Ahnung, wenn die Buchstaben halt ein bisschen größer, aber man hat ja Zeit. Ein Korken und ein Tampon, okay. Ich meine, Tampon habe ich gesehen, dass er es mitnehmen wollte in irgendeiner Vorschau mal, ich glaube, als gegen Wunden oder sowas. Tampon, man kann es mehr, also ich glaube, bin jetzt auch überfragt, wie das gehen soll, also, aber gut. Das ist jetzt in einer Männer-Kombo als eher unnötig. Also gegen Wunden, da hätte ich ja Pflaster eingepackt. Aber gut, interessant. Oh, mal gucken, was sie damit machen wollen. Vielleicht taucht das ja dann später auf. Das ist aber vielleicht gar nicht so dumm. Aufrollbare Flasche. Wobei, andererseits denke ich mir, okay, die haben ja eine Flasche. Also ist ja, ein Liter ist natürlich nicht viel. Für zwei Leute, jeder braucht, sagen wir mal, 4 Liter, 3-4 Liter am Tag. Ja. Ist das geil hier! Genau hier! Ja!
Was ist hier los? Guck mal, da kommt Frischwasser. Ich frag mich auch. Guck dir das mal an. Das könnte Frischwasser sein. Gucken wir uns das kühle Wasser mal genauer an. Okay. Ja, das ist Frischwasser. Oh mein Gott. Frisches Wasser am Strand. Ja, es ist aufregend. Wir fahren jetzt gerade einfach eine Bucht rein. Letzte Vorbereitungen. Hier wird die Jacke ausgezogen. Oh. Geil, Upsi. Alter. Ab geht's. Jetzt geht's los. Einfach raus jetzt. Viel Spaß! Das ist geil! Oh, hallo! Ja, du zitterst. Ich bin auch voll aufgedreht, aber es wird sich ändern die nächsten 14 Tage. Affe und Hanna. Ann-Kathrin aka Affe auf Bike fährt seit Jahren allein mit dem Motorrad um die Welt. Sie schreibt Bücher und teilt ihre Abenteuer im Internet. Affe, wie sie sich selber nennt, ist als Influencer-Wildcard erwählt worden und tritt gemeinsam mit der Community-Wildcard Hanna an. Als Wildtierfotografin, Bergwanderführerin und Rangerin ist die Natur Hannas zweites Zuhause. Sie ist die Frau des Volkes und tritt stellvertretend für Millionen von Zuschauern an. Das einzige Frauenteam der Staffel. Finde ich auch übrigens sehr gut, dass wieder Frauen dabei sind. War schon bei der letzten Staffel auch. Bei der ersten waren, glaube ich, keine mit dabei. Ist fest entschlossen, die 14 Tage zu rocken. Vielleicht reicht es am Ende aber auch nur für die kleinste Violine der Welt. Wir werden sehen. So, gehen wir hier auch mal ganz kurz durch. Auch mit Zwille, Schlingenfalle, ja, ich frage mich wirklich, was sie damit fangen wollen. Draht, Schnur, Stahlrohr, okay. Verschiedene Tabletten, okay, die haben es gemischt, also wahrscheinlich auch Schmerztabletten, also das ist ähnlich wie bei den anderen. Auch die haben auch Seife dabei, das ist ja interessant. Was macht man mit einem Kondom? Kann man wahrscheinlich auch irgendwo als Wasserbehälter nehmen. Wasserbehälter. Was? Interessant. Ja. Nimmt aber auch nicht so viel Platz weg, ne? Also, nee. Aber Schlingfallen ist schon, hört schon nicht nett an, ne? Würde ich nicht machen. Aber gut. Stahlrohr, also es kann ja kein riesen Stahlrohr sein, ne? Brühe haben echt viele mitgenommen. Ja, ja. Ja, Rolls Stimmungsaufheller, ne? Ja. Zahnbürstenköpfe. Ja, kann man sich wie gesagt selber machen, aber gut. Ciao! Danke für Ciao. Alles! Wir sind 14 Tagen. Wahnsinn. Na, ich muss auf jeden Fall erstmal richtig dringend pissen. Erstmal jetzt Pipi machen. Willst du kurz deine Gefühle? Es wirkt so, als hätten alle extrem viel nochmal getrunken vorher oder irgendwie so, ne? Weil alle müssen direkt als erstes erstmal auf Klo. Viele erzählen, wenn ich hier hinter dir pisse. Hier sofort in der anderen. Ja, mit der Drohne. Mit der Drohne. Egal. Ich schalte mal aus. Pipi-Pause. Pipi-Pause. Jetzt. Ja. Und da habe ich natürlich direkt nachgeguckt, wo ist das? Da wollte ich direkt wissen, deswegen habe ich mich schon ein bisschen vorinformiert. Okay. Ja. Weil das möglicherweise auch so Stichwort Bären, Wölfe ein bisschen Auswirkungen hat, ne, wenn das nicht so groß ist. Ja, auf den Inseln ist ja, also im Sommer kann das mal passieren, aber zum Beispiel Grizzlybären sind ja sehr selten auf der Insel. Also klar, Schwarzbären gibt es da viele. Aber Grizzlies sind tatsächlich eher auf dem Festland unterwegs. Ja, man muss halt wissen, wenn die Gezeiten kommen, das ist ja nun zweimal am Tag, das ist eine Strömung, also wie ein reißender Fluss zwischen den Inseln, weil das so reindrückt zwischen Vancouver Island und dem Festland und das ist
unfassbar. Da müssen auch die Holzflöße, das fährt alles an Seite und macht Pause, was eine wahnsinnige Strömung ist. Und wenn da so ein Bär rüberschwimmen will, da wird ja, weiß ich nicht, Dutzende Kilometer abgetrieben. Mhm. In der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Wir können auch mal ganz kurz einhaken. Thema Kleidung. Achtet mal drauf, was die anhaben, auf was für Handschuhe. Also ich habe gerade, wie heißt der, Jan Schlappen, der hatte so ein hellblaues Sweatshirt an aus Baumwolle. Also wenn es da mal regnet, trocknet ja alles nicht mehr, ne? Die Hose sieht auch wirklich alles aus nach so einer Fußunterhose oder so. Und man sagt, damit geht man durch den Busch. Dann, ja genau, hat man eine schöne botanische Sammlung anschließend. Ja. Und die Botanik hat auch eine schöne, schöne Fließsammlung. Ja, also, ich habe mal eine, also ja, ab und zu muss man doch mal was zur Umweltverschmutzung sagen. Ich habe eine Studie gelesen, die ist noch gar nicht so alt, dass in Seen in Deutschland ein Großteil des Mikroplastik, der mittlerweile überall nachweisbar ist, von den Badeklamotten stammt. Okay. Und da ist ja nun wirklich keine große Reibung beim Schwimmen. Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. Ja. Krass, hätte ich auch nicht gedacht. Kommt, mental knallt's gerade, ey. Das ist richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bernspray wird jetzt mal ein bisschen... Das ist tatsächlich der Nachteil, wenn man die erste Folge guckt, ist natürlich sehr viel, also sehr wenig Survival, sehr viel ja. Vorstellung, aber ich denke mir trotzdem, das ist wichtig, um zu verstehen, worum es geht. So eine Scheiße. Das ist so krass, Digga. Come on, yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch. Ich glaube, man kann eine Sache schon mal ein bisschen spoilern, weil es wirklich nur ganz, ganz mild gespoilert ist. Die lassen sich fast alle auf dem ersten Spot nieder und bleiben da. Ja. Ja, man denkt, ist interessant, ne? So von der Motivation. Also das Gepäck fallen lassen und das war's. So ungefähr. Übrigens, du sagtest ja gerade, dass klar, jetzt bei der ersten Folge ist halt sehr viel Vorstellung von den Spots. Und ihr könnt euch den Rest ja dann noch weiter anschauen. Es geht einfach nur ein bisschen aufs Lust machen, mal genauer hinzuschauen und das Kopfkino spielen zu lassen. Was würdet ihr in der Situation machen? Was kann man möglicherweise zu Hause umsetzen? Also man kann halt sehr, sehr viel 1:1 auf 4 übertragen. Hier, nicht nur lästern, empfehlen, was trägt man im Sommer für Kleidung? Also ist ja, ja. Ja, gut, also super, super, fällt mir aus, finde ich gut, soll es eigentlich sein. Was trägt man für Kleidung? Also, auch wenn, das ist wirklich das leidige Thema Mikroplastik, ne? Und das wird man nicht los. Also man hat die Qual der Wahl, entweder macht man es ökologisch korrekt, dann ist es Baumwolle oder Wolle, oder man macht es funktionell. Und in so einer Situation würde ich mich wirklich für funktionell entscheiden. Das heißt, mindestens Mischgewebe, aber mit einem hohen Kunststoffanteil oder sogar ganz Kunststoff, weil es einfach schnell trocknet. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, wenn man nass wird. Nass, frieren, Ende. Ne? Das kann man sich eigentlich nicht leisten. Natürlich mehrere Schichten, keine Frage. Und super strapazierfähiges Gewebe. Es gibt gerade im Autobereich auch Klamotten, du kommst irgendwo an einen Ast und da ist ein Loch drin. Ne? Und Sachen, die sehr, sehr viel aushalten. Bei den Schuhen ganz klar, ganz moderne Sachen. Da könnte man sich drüber streiten, muss es mit einer wasserdichten Membran sein? Ich würde sagen ja, weil man Schuhe da draußen ja auch nicht nachfetten kann. Sonst würden es auch Lederschuhe tun, weil die den Vorteil haben, dass sie vielleicht ein bisschen schneller trocknen. Und halt sehr hohe Schuhe. Also wenn man mal daneben tritt und tritt doch mal in ein Wasserloch oder so, dass es, wenn es irgend geht, nicht oben reinläuft, das ist ganz schlecht. Ne? Ja, Kopfbedeckung natürlich, ne? Also alleine wegen der Sonne sollte man nicht unterschätzen. Ja, mindestens mal bei mir, wenn man nicht so viele Haare hat, aber grundsätzlich nicht schlecht. Ja. Hier kommt gerade die Frage, vegetarisch auf 2000 Kalorien pro Tag.
Ich glaube, das ist tatsächlich, also wenn man jetzt nicht gerade wirklich irgendwie ein größeres Tier erlegt, ist es auch so sehr schwierig, auf diese Kalorienmenge zu kommen. Ja. Also, ja. Aber wir gucken mal, ich würde sagen, wir gucken mal weiter. Nee, da haben wir keine Zeit mehr. Wirklich nicht? Nee. Okay, alles klar. Wir haben ja 14 Tage Zeit. Ja, also weil. Ja, alles gut. Sport finden? Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Aber tatsächlich, du also, hast. Warte mal, hier. Was ist denn das, Alter? Das ist scheiße. Das sind drei Kackwürste. Das sind drei Kackwürste mit Haare, also Fleischfresser. Könnte wohl scheiße sein. Und dies. Ja. Die ist halt wahrscheinlich. So, das können wir ganz kurz anhalten. Man sieht ja den Finger dazu. Ist natürlich Wolfsscheiße, also Fuchs es macht kleinere Würste, das könnt ihr natürlich jetzt bei jedem Waldspaziergang draußen selber sehen. Ich würde auch nicht unbedingt mit dem Finger drauf packen. Ich weiß nicht, wie das mit Parasiten aussieht. Bei uns wäre es der Fuchsbandwurm. Ne? Thema Hände waschen. Hm. Wumms, der zweite. Ja. Die ist auch nicht so alt, ne? Die muss ja vor der Flut gewesen sein. Die ist von heute. Dafür die 18. Die muss ja von heute sein. Das ist jetzt Wasser schon weggespült. Gut, also halt mal kurz fest. Am heutigen Tage, Tag 1, war hier anscheinend irgendein Fleischfresser, vielleicht Wolf, der hier geschissen hat. Cool. Okay. Ich muss sagen, ich fände es wirklich cool, ne? Also ich meine, es ist vielleicht nochmal eine Situation, ist was anderes, aber grundsätzlich finde ich es wirklich schön, da Wildtiere zu sehen. Also jetzt, ich bräuchte jetzt keinen Bären, aber Wolf fände ich tatsächlich echt schön. Also wie gesagt, also auch wenn es wahrscheinlich dann ein Schwarzbär wäre, wenn man einem begegnet, muss ich nicht unbedingt direkt in meiner Nähe haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, vor allem, wenn man dann nicht ins Auto zurück kann. Ja, genau. Also klar, also jetzt, wenn man irgendwie auf dem Boot sitzt und beobachtet den vom Wasser aus, ist noch was anderes, aber ich weiß nicht. So. Man muss ja streng genommen ist der Mensch ja in dem Fall ein Einbrecher in die Bude von Wolf und Bär. Ne? Und entweder sind sie gastfreundlich oder nicht. Ja, und weiß man. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr gering. Also in der Regel laufen die Tiere ja weg und ich sehe den Wolf auch noch weniger problematisch als ein Bär, aber das, wenn die überrascht werden, ist ja in der Regel das Problem. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass ich eine gesunde Portion Angst hätte, wenn ich einen Schwarzbär vor mir hätte. Ja, ich auch. Hey! Oh, Wölfe habe ich gar nicht Bock, muss ich ehrlich gestehen. So Wölfe, ich weiß nicht, sind die eher scheu? Ey, aber komm, ich komme mit Hunden auch klar. Ich glaube, wir müssen denen nur klar machen, wer Alpha ist. Das ist der Wolf. Aber ich weiß, dass Hunde Angst spüren und glaube, Wölfe dann ja wohl auch. Oh. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. Ein Bär oder lieber der Wolf. Kennt ihr Koro? Dort gibt es über 1000. Ach, Werbung. Können wir ein bisschen Zeit gut machen hier. Nee, das sind auch nur unsere eigenen. Ja klar, das sind unsere eigenen, weil da ist unser Zeug. Hier ist eine Spur. Seht ihr? Tak, 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 tak. Hier ist eine Spur. Tak, 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 tak. Kann man übrigens auch nochmal ganz kurz was zusammen. Also bei den Spuren, ne, also auch beim Fuchs, ist ja auch ein Wildhund, immer schön gerade schnüren, während ein Haushund so schön schlenker, 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 schlenker. Also die, wenn das so auf so einer Linie ist, dann ist das Wolf. Also so wie hier, ne? Ja, also hier auf dieser Insel mit diesen riesen Tapsen, ja. Hier ist eine Autobahn. Das sind alles Spuren. Gut, wir haben es mit dem Wolfsrudel zu tun hier bei uns. Die genau in die Richtung gehen, wo wir unseren Shelter bauen wollen. Wir laufen jetzt quasi hinterher. Na gut, aber was willst du machen? Kannst du ja alles machen. Erstmal Wasser filtern, aber hier ist alles voll mit Wolfsspuren. Ich habe mir mal einen Stock besorgt. Der wird mir zwar nicht helfen, aber für die Tür. Ja, gefühlte Sicherheit ist auch irgendwie was Wichtiges. Ne? Ach, nee. Wir haben den Wasserfilter bei. Wir wollen jetzt ein bisschen diesen Fluss hier entlang gehen, wegen Süßwasser. Sieht und echt auch schön hier, aus, ne? Es ist, wollt ihr mich verarschen? Es ist alles voll mit Spuren. Guckt euch das an. Und es muss auch heute gewesen sein. Auch hier, guck mal hier. Hier siehst du es ja richtig. Hier, na klar, komplett in den Abdruck. Hier, bub, rein. Alter, willst du mich verarschen? Es ist alles voll. Also hier sagst du? Ja, vom Prinzip her schon, ne? Weil hier bewegt dich das gut und du hast nicht den Rand. Also
Naja, probieren wir einfach. Okay. Aber ich verstehe es nicht. Gib mal ran, den Lachs. Ich verstehe es nicht. Wenn die Flut kommt, überschwemmt die hier alles. Wieso bleibt das Süßwasser? Ja, das ist der Nachteil an Wasserfiltern. Es läuft nicht besonders schnell durch. Stopp. Kostet man kosten überhaupt das? Genau. Ist ja geil. Echt jetzt? Mhm. Sag mal, ja? Schmeckt. Einfach fast neutral. Kein bisschen Salz oder sowas, nichts. Nee. Nee, hat erst geil. So kurz Sorge, weißt du? Ja. Ich denke mal, wenn da ein bisschen Salz drin wäre, also wirklich ein niedriger Salzgehalt, wäre das so dramatisch? Ich meine, also wir trinken ja, also jetzt, sieht man jetzt noch nicht, aber viele haben ja auch Brühe eingepackt, die man dann betrinkt. Das ist ja auch nicht, also. Aber ist interessant, hätte man sich vorher wahrscheinlich informieren können, / sollen. Ich habe keine Ahnung, weil natürlich aus der Nahrung, auch aus salzhaltiger Nahrung, wenn man was isst, zieht der Körper ja trotzdem auch Wasser, aber muss halt wieder ausschwemmen. Ne? Hier kommen noch ein paar Fragen rein. Also ob das jetzt, was ist schlimmer, sozusagen von der Losung, was man anpackt, Pflanzenfresser. Mal ganz kurz, ja. Du kannst ja weiter mal einfach auf die Letters, ja, genau, drücken, ich mir auch sofort wieder. Pflanzenfresserlosung oder Raubtierlosung. Ich glaube, aber auch das ist gefährliches Halbwissen. Parasiten gibt es natürlich in beiden Sachen. Ich glaube, dass Fleischfresserlosung gefährlicher ist, was Parasiten angeht. Aber 100% weiß ich das nicht. Und man sieht ja immer wieder Leute, die auf gut Deutsch gesagt, ja, ich sage es immer so drastisch, in die Scheiße packen, aber nicht umsonst wäscht man sich die Hände. Und nicht umsonst hatten die Leute früher sehr viel mehr Würmer. Das ist ja sehr weit verbreitet gewesen. Also ich würde beides nicht tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Und schon gar nicht in einem anderen Ökosystem. Also wir sind ja hier tatsächlich, wir haben es vorher schon mal beim Thema Bakterien gehabt, auf das heimische Ökosystem ausgerichtet. Und da ist man im fremden Ökosystem. Sondern ich dann, was haltet ihr von einem Video, wo man auf den Bären zuläuft und der dreht dann ab und verschwindet und man soll stehen bleiben? Ne? Also man, weil der Bär kann sich auch angegriffen fühlen und legt dann richtig los, zumindest soweit ich das gehört habe. Stehen bleiben, sich groß machen, auf sich aufmerksam machen, aber nicht in, egal in welche Richtung bewegen. Das soll man nicht machen. Ne? Dann kam noch eine Frage, wenn Forst wird, warum soll man auf einer Kahlfläche keine Fichten mehr pflanzen? Gut, das passt zwar nicht zum Video, aber ganz kurz, man soll, weil die Fichte aus Deutschland verschwindet. Ne? Also das Geld sollte man lieber in was Sinnvolles investieren und die Natur da was anderes machen lassen. Die Fichte wird nach aktuellen Prognosen, selbst von konservativen Stellen, in 10 Jahren weg sein. Und wenn man die pflanzt, dann ist das Geld halt auch weg. So, wir machen mal weiter. Nee. Kann man voll machen. Filtern wir uns mal einen ab hier. So, Treibholz. Wir sehen hier schon die ganzen Algen, die wir essen werden. Aber erst am Tag. Spät. So, was ist das da? Das kann schon ultra Jackpot sein. Ja, das kann schon mega cool sein einfach. Das sieht abgerockt aus, als wäre es schon lange im Wasser gewesen. Ja. Aber weißt du, was denn das so eine kleine Unterschied für die Matratze ist? Wäre schon so. Nein, sowas ist das nicht. Das wird härter sein, oder? Mhm. Wäre so ein Verkehrshütchen oder so. Was ist das? Weißt du, was das ist? Das ist eine Bank. Das ist unser Hochofen. Das Ding stellen wir auf. Stell's mal auf, Max. Das ist übrigens was ich insgesamt schade finde, aber was durch die Sendung natürlich nochmal ganz deutlich ins Bewusstsein kommt, dass überall selbst in den abgelegensten Winkeln Plastik rumfliegt. In dem Fall benutzen wir es natürlich, würde ich dann vielleicht auch mal, wenn ich darauf angewiesen bin. Aber egal, wo man hinkommt, überall an den Stränden liegt Plastikmüll rum. Das ist mir wirklich auch über die Sendung, also davor die Folge war ja in Panama, da waren die ganzen Strände noch zugemüllter, wirklich in den letzten Winkeln, wo kein Mensch hinkommt. Ich glaube, da war so die Krönung, dass alles voller Badeschlappen war, so Flipflops. Hier ist es jetzt häufig Zeug von Schiffen. Aber finde ich grundsätzlich, stört mich so ein bisschen. Ne? Aber ist gut, dass es darüber thematisiert wird. Dann ist das jetzt unser Hochofen geworden. Alter, guck mal, was ist das? Kann man die essen? Darüber bin ich nicht informiert. Das sind kleine Krebse. Die finde ich tatsächlich richtig eklig. Die finde ich unglaublich lecker. Die hüpfen, du. Die sind mit den. Ich würde sagen, gebraten kann man fast alles essen. Ne? Ich ist halt auch nicht besonders nahrhaft. Und da denke ich immer so grundsätzlich, also ne, wenn man sich schon das
oder die Frage stellt, also eine ethische Frage hinter dem, dann denke ich mir dabei immer, muss jetzt nicht mehr oder weniger Substanz haben, aber ist es besser, irgendwie 100 Insekten zu töten oder ein etwas größeres Säugetier? Also rein, ja, rein klar, kann man drüber philosophieren. Nee, ne? also wir haben ja, in der vorletzten Folge über das Thema Pflanzen gesprochen und dass da einiges sogar für ein Pflanzenbewusstsein spricht in der Forschung. Und bei Tieren, die stehen uns ja dann doch noch ein bisschen näher, also bei Krebs und so weiter, da ist das Thema eigentlich durch, auch mit Schmerzempfinden und so weiter. Also es gibt ethisch eigentlich keinen Unterschied, aber emotional natürlich einen riesigen, logischerweise. Also nochmal, wenn es ums pure Überleben geht, ja, dann müssten die jetzt anfangen, genau, also wer Fische fängt, müsste jetzt eigentlich auch Krebse essen. Grillenverwandt, die haben den Krebsschwanz, die chillen noch hier. Hat er gerade, also die Ableitung fand ich, hat er gerade gesagt, die sind mit den Grillen verwandt. Ja, aber es hieß, glaube ich, auch Flohgrille oder was da stand, aber ich. Ja, also, vielleicht ist es auch so und ich liege daneben. Also für mich sieht das eher aus wie Krebs, aber egal. Oh mein Gott, die esse ich alle, ja. Das ist ja, wobei die springen auch, ne? Ich würde die richtig zunehmen. Wollen wir das dichter reinbringen, dass das nicht weggespült wird? Ja. Das ist aber höllenschwer. Ja, es ist sehr schwer. Es ist insane. Füll mich bei der Scheiße hier, komm. So, Max trägt jetzt den Brutkasten für unsere Köder. Das sind eigentlich alles perfekte Köder, ne? Wenn wir so ein Ding nehmen und aufspießen, haben wir es. Oger macht Oger-Sachen, verletzt sich gleich. Pass bitte auf. Da, Flasche, die wird eingesteckt. Wo? Da. Grenzt mich an. Oh mein Gott! Wenn die auch nur ein bisschen geht, ne? Digga, die ist ein bisschen frisch. Die ist zwar klein. Ey, ich hab mich noch nie so über. Ist die dicht? Ja, ist die dicht. Die ist dicht! Die wird eingesteckt. Krass. Zack. Ist das krass. Oh mein Gott. Ja? Sitz. Ja, das ist ein Sitz. Also besser. Aber mittlerweile ja fast überall auf der Welt, leider, dass an den Stränden irgendwelcher Müll liegt. Ne? Also auch sowas wie jetzt die Plastikflaschen oder sowas. Das findet man. Gibt, glaube ich, wenig Strände auf diesem Planeten, wo man sowas nicht mehr findet. Ja. Aber den finden überall, wir noch. Überall! Ey, die essen wir. Nicht Omas, das ist unser Essen jetzt. Guck mal, wie cool die sind. Da war eine komplette Pfanne voll. Was ist es? Es ist was Krebsartiges und Krebse dürfen wir essen. Die haben einen Schwanz und leben eigentlich im Wasser. Die verstecken sich hier nur, weil sie zu doof waren, aus der Ebbe wegzukommen. Trotzdem ein Star, aber das fangen wir nicht jetzt. Das ist ekelhaft hier. Was denn? Eine Spinne. Echt jetzt? Ja. Also das Holz hier ist super. Wir müssen gucken. Wir gehen den Fluss hoch und gucken, wo ein geiler Spot kommt für ein Shelter. Genau. Aber der darf auch nicht zu weit weg sein, weil sonst müssen wir die ganzen, weil das Treibholz ist free. Guck mal, wir haben hier alle Maße, die wir wollen, können wir uns hier aussuchen. Kleines Stück, großes Stück, schmales, dickes. Geh du mal da ein bisschen, ich guck mal hier nochmal. Wir dürfen unseren Treibholz nicht verlieren, ne? Nein, nein, wir gehen doch da eh wieder hin. Wir gehen gleich den Fluss hoch. Hier sieht man jetzt übrigens so ein bisschen an den Ästen, die Moose, die Flechten hier so rechts noch ein bisschen im Bild. Aber achtet mal drauf, während die durchlaufen. Ey Fritz, wenn du das hörst, einfach nur ein fettes Danke und das ganze Team im Hintergrund. Das sehen hier die Leute und 1 Million Leute, die das hier sehen, wollen hier gefühlt selber mitmachen. Hundertprozentig. Wo lang, Max? Hier ist die Grenze. Boah, ist das hier dicht. Ich glaube, wir gehen weiter rechts. Was hast du? So, irgendwas versucht, dass man halt schon was zu essen gekriegt. Oh, ii. Das ist ja eklig, das mache ich nicht sowas. Alter, mit Würgen jetzt schon? Mhm. Mal auf. Ach nee, ich glaube, der hat Asthma, ne? Also, sollst du bitte sterben in meinem Hals? Nee, ich glaube, das ist ein Garten. Na, aus die Lunge nicht ganz, ne? Nee, Humatra ist fliegen mit seiner Lunge. Du willst jetzt definitiv rüber. Ja. Hast du denn gerade in den Mund gefasst, deine Brille beschlägt? Das sind so geile Aufnahmen. Das ist so geil. Genau dafür hatte ich Fritz eingeladen. Geil. Ich glaube, wir müssen da rüber und dann rechts vorbei. Das ist dann auch die Richtung, die wir müssen. Oh, du? Jo, genau. Alter. Ja, es ist wohl. Den Kumpel da rechts vorbei. Du kannst auch nichts greifen. Das ist ja alles hier. Guck mal hier, das ist nur noch Rinde. Immer wie das wackelt, Alter. Sie hat eine Körperhaltung wie du. Das ist lustig, erstens. Und zweitens ist es halt wirklich, das ist halt, vergisst man halt wirklich, dass es auf Vancouver Island Küstenregenwald ist. Also es ist Regenwald. Ja, das ist alles. Und man sieht, nass. Es ist halt alles wirklich auf nass angelegt. Ja. Kann man sich nirgendwo festhalten? Oder drunter durch? Auch scheiße, Mann, was ist das?
Ein schöner Waldspaziergang hier am Arsch. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Das ist Wald. Das ist richtiger Wald. Wobei, ich denke auch, das ist Sekundärwald, mindestens mal, weil für einen Primärwald würden mir doch die ganz alten Bäume fehlen und dieses, ich sag mal, Durcheinander. Obwohl, nee, das kann in dem Fall auch von dieser Kampfzone kommen, direkt am Meer. Das sind ja so die ersten, weiß ich nicht, paar hundert Meter, wo der Wind vom Meer so reinknallt, da werden die Bäume wahrscheinlich auch nicht so alt. Fuck. Oh, Alter, ich krieg richtig Gänsehaut gerade. Ja, ich muss auch direkt pissen. Ja, ich muss erstmal auf. Der nächste. Allererstes erstmal pissen. Ach, wobei, das ist ja am leichtesten, eine leichte Übung in der Natur. Schön langsam. Ja. Boah, ey, ich liebe es, dass hier überall logischerweise Steine sind. Andi? Schwemmholz ohne Ende! Jetzt dreh ich durch. Es ist geil. Andi? Ja. Das ist hier eine Quelle, oder? Das ist doch Wasser, was von da oben kommt. Okay, krass. Deswegen. Also ich mach jetzt mal was. Du hast recht. Ein bisschen zu spät, mal ein bisschen weiter. Ich würde mal gerne diesen Baumstamm sehen, der hier links oben ins Bild kommt. Es ist geil. Andi? Ja. Das ist hier eine Quelle, oder? Der so halb ausgehöhlt ist. Das Wasser, was von da oben kommt. Das mich ja eher für die Botanik. Okay, krass. Deswegen. Da sieht man, das ist in der Bildmitte ein bisschen schief, aber da sieht man, dass auf dem Holz schon wieder Wald wächst. Also irre, wie feucht das da sein muss, weil wenn es da trocken wäre, der wird ja ruckzuck austrocknen, dieser Baumstamm, und dann wäre das alles kaputt. Also es ist feucht, das Leben quillt da über, der Wald regeneriert sich sofort, überall, egal, ergreift jede Gelegenheit. Das finde ich total berührend. Du hast recht. Guck. Ich sehe das, es fließt. Ja, brauchst nicht testen, ist so. Du hast recht. Das ist Süßwasser. Das ist schon mal richtig gediegen. Halt's Maul! Was denn? Plane, Digga! Digga! Ja, da sieht man übrigens auch abgesägt, ne? Ja, genau. Yes. Halt doch die Fresse! Okay, das ist geil. Ist ja auch häufig so bei den Karlschlägen, aber das ist vielleicht was, wo wir darauf eingehen, wenn wir die Videos von Robert und Wildernis angucken. Das ist ja häufig so, dass ganz viele Bäume mit abgesägt werden, aber nicht mit abtransportiert werden, weil die einfach noch nicht ausreichend nutzbar sind. Also jetzt in den Kahlschlägen, die da in Kanada gemacht werden. Das heißt, die sägen ganz viele Bäume um, aber es sind gar nicht alle Bäume, die dann am Ende des Tages dann auch mit abtransportiert werden. Also ich meine, klar, einerseits kann man sagen, schön, dass viel Totholz da bleibt, aber andererseits ist natürlich eine Katastrophe, dass man da die Bäume mit absägt. Also was die Frage ist, ob wir schon was zu essen erkennen können. Also nochmal, also ich bin kein Experte für British Columbia Vegetation und habe da ehrlich gesagt noch nichts zu essen erkannt. Also nee, keine bekannten Bären, überhaupt noch keine Bären, ehrlich gesagt. Das Einzige, was ich zu essen erkannt habe, sind tierische. Eil? Ein Brett! Wir haben ein Brett, Alter, was? Was ist denn hier los? Wir haben eine Plane! Wir haben eine Plane! Leute, Alter! Was passiert hier, Alter? Okay, aber jetzt, Leute, jetzt. Egal, Seil! Was? Okay. Hä? Wir haben Seil, wir haben Plane. Okay, Nip, wir kommen jetzt wirklich. Süßwasser. Wir gehen jetzt beide pissen, Anni. Wir gehen jetzt pissen und dann setzen wir uns kurz hin und gucken einfach mal raus für 2 Minuten. Digga! Ihr merkt es gerade, wir werden hyperaktiv. Da ist noch mehr Plane! Warum haben wir denn was mitgenommen? Oh man. Lol? Das ist so über Müll freuen kann, was ist das? In der Situation. Plastikflaschen, Plane. Plastikflasche? Ja, übelst angespielt, da, guck mal. Ja, ist egal. Direkt Plastikflasche. Bevor wir uns hinsetzen, wegluten. Digga, da sind Plastikkanister. Nee. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass hier so Müll angespült wird. Ey, direkt alles looten. Ja. Okay, dann machen wir es jetzt. Das ist aber ganz tief drinne, doch. Na, mach jetzt erstmal nicht. Mach mal jetzt keinen Scheiß, Gerrit. Ja. Nicht zum Anfang. Jetzt, lass uns chillen. Ja, wir beruhigen uns alle. Ja, auch. Stopping looting. Stop looting. So, Freunde. Wir haben uns beruhigt. Toll, oder? Ja. Wir haben jetzt alles dran. Einmal Lebensversicherung, einmal Bärenspray und einmal Sunny-Tasche. Ich frage mich bei Bärenspray immer, ob das wirklich was bringt. Ne? Habe ich auch. Es wird ja empfohlen, das auch mitzunehmen, auch wenn man in den Wäldern unterwegs ist. Aber ich habe immer so ein bisschen, denke ich immer, also klar, besser als vielleicht
Ja, wobei auch vielleicht auch nicht immer besser als nichts. Ja. Und ja, jetzt chillen wir erstmal 5 Minuten und kommen erstmal runter. Genau, und dann geht's in die Erkundung rein. Weil dieses Gefühl, wenn man ausgesetzt wird und das Boot fährt weg, könnt ihr euch nicht vorstellen. Man kann sich's nicht vorstellen, ja. Es ist krank, es ist krank. Jetzt muss man erstmal realisieren. Guck, wie leise das ist. Ha. Absolute Stille. Crazy. Ja, ist wirklich krass. So, wir haben hier eine sehr, sehr kleine Bucht, das können wir auch schon mal erzählen. Wir haben einen Süßwasserfall gefunden. Also Wasserfall. Also ich meine, wenn du Wasser hast, Süßwasser hast, dann hast du ja wirklich schon alles da, was du brauchst, um die 2 Wochen durchzustehen. Ne? Also wenn dir nicht langweilig wäre, könntest du sitzen bleiben 14 Tage und nur trinken. Das wäre dann echt Heilfasten. Aber wenn man sich bewegt, muss man dann schon was essen. Ja, ich fände es auch, und da haben wir auch mal drüber gesprochen, fände es eigentlich cool, wenn man, kann man natürlich nicht nachverfolgen, aber wenn man Zivilisationsreste nicht nutzen dürfte. Das würde ich sehr begrüßen. Aber ich meine, man kann es, ne, also quasi, wenn die Kamera aus ist, das ist ja die meiste Zeit des Tages bei denen, die nicht filmen, selbst wenn es verboten wäre, wie will man das überprüfen, dass es nicht gemacht wird. Ne? Und dann muss man es wahrscheinlich aus Chancengleichheit für alle. Da kommt irgendwo Wasser aus der Erde und mündet da halt hinten in die Bucht rein. Ist auf jeden Fall süß, das haben wir schon getestet. Wir haben scheinbar Plane und Seil hier. Plastikflaschen haben wir schon gefunden. Ja, da hinten ist auch noch irgendwo so ein Kanister drin. Hier wachsen, was ist das? Ach, das ist glaube ich eine Erle. Ja, wir haben viel Nadelholz, aber auch einiges an Laub. Ja. Libellen, Frösche haben wir schon entdeckt. Andi, wäre hier nicht die Flut drin, was für ein geiles Shelter wäre. Hier, checkt's mal aus. Guckt euch das mal an. Perfekter Überstand. Kannst du einfach ranlehnen, wäre optimal. Aber kann man nicht nutzen. Trockenes Holz liegt auch da. Ja. Wahrscheinlich trocken, mal gucken. Ja, aber die Frage ist, ob wir hier bleiben, weil wir wissen noch nicht, wie hoch steigt die Flut. Ja. Das wollen wir halt beobachten, weil das Treibholz liegt ja bis hier nach oben. Also kann ja theoretisch bis hier nach oben auch das Wasser gehen. Das heißt, hier oben was zu bauen, ist wahrscheinlich, steht völlig außer Frage. Ja, das kann man vergessen. Und ich würde sagen, es ist so fucking dicht da hinten. Ja, wird schön erstmal 5 Minuten und dann gehen wir auf Entdeckungstour. Ich hab den ersten Fisch gefangen! Alter! Wow. Aber der. Hä? Hab ich den gerade. Wo willst du denn jetzt hin? Da. Nee, der hing gerade so an der Außenkante und wir dachten so vielleicht. Aber trotzdem geil, das ist ein super Köder. Und ja, den werden wir uns auf jeden Fall aufbauen. Alter, wie geil! Aber ist halt echt die Frage, vielleicht war der Tote in der Ritze und deswegen sah es halt lebend aus. Er sah auch nicht mehr, ich bin ehrlich, der sah auch nicht mehr so lebend aus, aber egal, trotzdem Fisch gefangen. Ist auch scheißegal, ein Fisch ist scheißegal, als Köder, Alter, genau. Genau. Okay. So. Geil. Wir werden jetzt mal unser Zeug da hinbuxieren und dann geht's los. Okay, saurutschig. Warte mal. Wir können auch zwischendrin eine Q&A-Runde machen. Also ich meine, das ist jetzt natürlich auch nicht mehr so lange. Ich habe auch schon überlegt, ob wir es mal ein bisschen beschleunigen, das Video. Ich mache mal eine Umfrage. Genau, gute Idee. Wir sind ja schon sehr lang dran, oder sollen wir ein bisschen, kommt jetzt... Kommt eine kurze Umfrage, also Q&A können wir gleich machen. Die Frage, sollen wir das Video bis zum Ende gucken? Wir sind ja schon, ich glaube, wenn ich jetzt mal... Was sag ich lang dran, ne? Kann ich gerade gar nicht sehen, wir haben schon streamen. Ich glaube, warte mal, ich muss mal selber gucken hier. Ah, 1 Stunde 47, aber wir sind schon fast, 2 Stunden dran. Das ist jetzt unser längster Livestream, ne? Es ist tatsächlich schon, ich habe auch Johannes auch schon nach Hause gefahren. Ja, das heißt, soll ich dich mitnehmen oder willst du unser Auto haben und so weiter? Nee, das können wir gleich mal austesten. Gut. Okay, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir es bis zum Ende gucken. Wenn du noch Zeit hast bis zum Ende. Ich habe noch Zeit, ja. Sag ich jetzt einfach mal so. Kannst du sagen, Mama, wenn du zuguckst, der Papa kommt später nach Hause. Okay, dann machen wir mal weiter. Aber Q&A machen wir auf jeden Fall noch. Ich höre da doch was. Süßwasser. Hanna. Süßwasser. Ey, das ist ja unfassbar, ey. Hier könnte man halt auch...
Ich wollte gerade sagen, hier könnte man halt auch einfach chillen, aber könnte man auch lassen, weil es ist zwar eine Höhle, aber dafür eine nasse. Und, aber echt super gefiltertes Wasser, ne? Direkt oben am Moos einmal durchgelaufen. Das weiß man erst. Wenn du eine Dusche haben willst, die nicht so kalt ist wie das Meerwasser, dann machst du hier aber deine Dusche. Guck mal, hier steht hier halt das Wasser. Das ist ja trotzdem Oberflächenwasser wahrscheinlich. Richtig. Also, das muss nicht sein. Das heißt, wenn Flut ist hier alles voller Wasser. Ja, wenn man jetzt richtig dumm wird, wäre so wie ich wahrscheinlich, würde ich mich da einfach hinsetzen. Guck mal, genau deswegen ist Hannah mein Teampartner. Was soll ich machen? Wobei überall, wo auch hier Pflanzen wachsen, würde ich sagen, kommt kein Wasser hin. Das sind ja, also sind ja alles keine salzliebenden Pflanzen. Also kein Meereswasser. Ja, ja, ja. Also, ja, also klar, Regenwasser mögen, ja. Mögen Pflanzen. Hannah? Pflanzen. Aufpassen, dass du dich nicht verletzt. Oh, damit bin ich überfordert. Ich glaube, dass es tatsächlich relativ geil wird. Du hast hier schon Beeren. Da, du hast da Beeren. Boah, ist das geil. Meine Beeren sind zwar cool und ich würde es mir auch, glaube ich, verschieden zubereiten. Also ich würde nicht nur Beeren roh essen, sondern ich würde die auch einfach mal kochen, damit man sowas so wie Marmelade hat vom Feeling her. Klar, fehlt dann vielleicht ein bisschen Zucker drin, aber dass man einfach ein bisschen Variation dann da drin hat. Aber wirklich nahrhaft ist es ja trotzdem nicht, ne? Nee, und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man sich mit Hunger den Magen vollstopft mit Beeren, dann gibt es leider häufig ein Übergeben. Was ist doch ziemlich die Säure drin ist. Ne? Alles voll. Die Wurzeln. Ist das enorm. Ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Das ist wirklich ein unfassbar guter Spot. Soll ich dir den Koffer abnehmen? Warte. Hey, wo bin ich denn eben lang getreten, ey? Ach, ich bin auch ins Wasser einfach. Ja, ich habe eh schon das Füße jetzt. Oh, ich auch. Ist jetzt auch egal. Ja, die Schuhe sind gut. Ich habe keine nassen Füße. So, Hannah und ich haben jetzt einmal hier einfach für uns ein bisschen geschnackt und abgewägt, was wir hier machen wollen. Und hier sieht man ja, dass die Flut bis hier oben hinkommt. Eben auch, wo wir unsere Sachen hingepackt haben, kommt die Flut eben hoch. Hier. Ja, schon das erste Baumaterial, also Tarp hätte man sich an der Stelle auch fast sparen können. Ist das krass, also so unfassbar geil. Da vorne sieht es ein bisschen grüner aus, da werden wir gleich einfach mal unsere ganzen Sachen abstellen und dann einfach mal ein bisschen scouten gehen für heute, denn da fühlt man sich wohl, da kann man zur Not heute auch einfach mal sich so hinlegen und schlafen und dann für sich ganz ruhig entscheiden, wo will man den Shelter hinbauen, wo fühlt man sich wohl. Dann gerade noch, bevor wir jetzt loslaufen, habe ich eben noch was Grünes entdeckt und wollte einfach, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich muss selber erstmal hinlaufen, aber es sieht mir irgendwie, ha, das ist geil. Nein. Was sagst du? Nein. Ja, das sieht irgendwie, Alter, was zur Hölle ist denn das hier? Junge, ist das geil, das kannst du ja keinem erzählen. Ich habe einen kleinen, tote Fische küssen, ist nicht so optimal. Kleiner Hinweis, also ich persönlich würde, glaube ich, ein bisschen nach Prioritäten gehen. Was braucht man, um zu überleben? Das Wichtigste ist erstmal Wasser, ne? Ja, also definitiv ohne Wasser, Wasser wird es, ne? Schwierig. So, das, ne? Das allererste und das zweite ist trocken bleiben. Also irgendwie ein Shelter. Wobei ich denke, das ist ja der Punkt ist ja dadurch, dass die werden ja an Spots rausgelassen, wo alles wahrscheinlich vorhanden ist. Ne? Also das geht ja darum, findet man das, weil die werden ja, das wird ja vorher alles ausgesucht, man möchte irgendwie Chancengleichheit haben, deswegen um Wasser muss sich da eigentlich niemand Sorgen machen, da muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht die Survival-Situation, in die man vielleicht reinkommt, wenn man wirklich irgendwo unterwegs ist. Ne? Kann natürlich sein. Ja. Deswegen ist es für mich auch kein richtiges Survival, es ist einfach 7 oder dann jetzt dieses Jahr 14 Tage überleben in der Wildnis, also quasi Zeit draußen verbringen, aber mit gedeckten Grundbedürfnissen. Außer Essen. Außer Essen, trinken ja auch nicht ganz sicher und nass werden kannst du auch, ne? Und kalt werden kannst du auch. Ja, okay, also, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist schon härter. Das ist ja richtig Premium. Da, das kannst du ja bauen und dann einfach das Netz, was wir haben, dann haben, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was zur Hölle. Wahnsinn, oder? Das merken wir uns für morgen. Ja. Aber den Fisch haben wir da drüben auch noch, ne? Ja. Köder. Ja, wir haben auch direkt einen Köder, den wir in unser Netz packen können. Der Baum sieht halt auch geil aus. Stimmt, der Baum hat auch was. Den habe ich irgendwie gar nicht gesehen bis jetzt. Oh, warte mal.
Was ist denn das eigentlich überhaupt da drin? So viel Moos. Das hier kann man nass machen und dann einfach so essen. Auch nochmal weitere Nahrung. Ah, Kletten haben wir auch. Sind allerdings Flechten und kein Moos. Ne? Ja. Also ich finde, das hört sich schon ein bisschen gefährlicher an. Es gibt übrigens auch giftige Flechten, ne? Also, oh ja. Die Wolfsfläche, die ist so fast giftgrün, die hat man früher genommen, um ja, Wölfe zu vergiften. Ins Fleisch reingepackt und ja, für auf Menschen wirkt das, glaube ich, ähnlich ungünstig. Kanne abwerfen. Schuh. Ja. Oh nein, bleib nicht. Wahnsinn. Das inhalieren die Rehe immer richtig so ran. Ah, voll. Und Elche. Ja. Aber wir können das gar nicht so gut verdauen. Guck dir das so viel Moos. Sieht für mich auch fast aus wie ein Baumstumpf hier links, ne? Also, ja, ja, ja. Also ist, ja. Aber sieht man ja auch klar, die Bäume sind ja alle halt. Alter. Ja. Hanna sagt Jägerbett bauen. Ich denke mir einfach auflegen. Das ist geil. Ey, hier fühle ich mich so wohl. Also hier fühle ich mich so wohl, da würde ich mich jetzt einfach so hinlegen und sagen, ey, echt schön da aus, noch ein paar. Ne? Boah, ist das Wahnsinn. Ja gut, wir werden jetzt erstmal einfach scouten gehen. Sieht trotzdem hart aus. Ja, und vom Moos ist es meistens auch recht nass, ne? Also es ist... Darfst du uns jetzt die Sachen ja transportieren, ja, und dann für uns sagen, ey... Mehrere Dinger ab, mal genau angucken. Ganz ruhig erstmal, es fühlt sich gerade alles geil an, alles sieht gut aus, aber am Ende des Tages erstmal chillen, runterfahren und gucken, wo ist wirklich der beste Spot, oder? Ja. Ja. Ja, voll. Ey, Bruder. Team Edeltalk. Und unser Motto ist go hard or go home. Okay, lass mal machen. Oh, das ist cringe, ja. Team Edeltalk. Go hard or go home. Wenn wir an Tag 3 merken, dass wir nicht hart gehen, dann gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause. Ganz einfach. Ey, Bruder, wir machen das. Wir rocken geil das. Komm her. Jawohl! Let's go! Step 1 würde ich sagen, ist, wir müssen den Eingang finden. Wollen wir mal da gucken? Ich glaube, das ist auch so eine menschliche Herangehensweise, dass man denkt, man würde irgendwo einen Eingang finden. Eine Tür. Genau. Vielleicht finden sie auch den Ausgang, wer weiß. Ja, also hier steht, die Teilnehmer wurden vorher, genau, also das ist tatsächlich so, dass die haben, glaube ich, mit den First Nation da auch so die Basics gemacht, ne, so häufigste Pflanzen, die da vorkommen, die essbar sind und so. Aber ich meine, wenn man sich gar nicht mit Pflanzen auskennt, dann ist das, glaube ich, auch ganz gar nicht so leicht, sich das zu behalten und auch Pflanzen sicher zu bestimmen. Nee, also, das ist, also ich glaube, man braucht ja eine gute Vorbereitung oder halt dann wirklich ein Bestimmungsbuch. Also sie sind gut vorbereitet worden, ne? Weil natürlich gibt es auch giftige Sachen. Ich kann mich erinnern, als wir dort durchgegangen sind mit dem Chief von der First Nation, dann wurden wir darauf hingewiesen, dass es da auch, ich weiß nicht mehr, was das war, so eine Art Himbeere oder Brombeere mit natürlich auch entsprechenden Dornen, die wohl giftig sind. Also wo man aufpassen muss, dass man sich da nicht ratscht, ne? Das wäre natürlich auch schlecht hier in dem Zusammenhang. Also die sind sicher gut gebrieft worden. Ne? Ja, ja. Nicht alle Leute überleben. Ne? Das sieht richtig gut aus da hinten. Ja. Ist alles gut? So schwer, Alter. Okay. Oh ja, ja, hier ist gut, oder? Guck mal da. Da oben in dieser Lücke sehe ich ja, auch ja, gerade. Ja, ja, auf jeden. Easy. Okay, ja, let's go. Wolf, Alter. Ich hoffe, wir müssen ja mal ein bisschen, also wir werden hier jetzt kein Shelter bauen können von der Menge her. Und ich glaube auch, hier rein rauslaufen und hier den Shelter bauen, ist mega dumm. Lass einfach mal abchecken. Ja, das ist schon scheiße, ne? Wir checken mal ab, was abgeht. Pass auf wegen so Stöckern von oben, Bruder. Nicht, dass wir den Niklas machen. Ja, du musst auf jeden Fall vor, wenn du das leichter hast. Ja, ja. Boah. Alter. Heftig, Junge, was ein Riesenbaum, Alter. Das kommt auch in den Videos meistens nicht so rüber. Also wenn man wirklich mal vor Ort vor so einem Riesenbaum steht, das ist wirklich beeindruckend. Man kriegt das auf Bildern nicht festgehalten, aber das ist wirklich, also ich meine, die Bäume werden auch einfach größer als bei uns. Ich finde es irgendwie super beeindruckend. Also man fühlt sich so winzig neben diesen ja, Bäumen. Ja. Was übrigens interessant ist, wenn die jetzt weitergehen, achtet mal auf die Bodenvegetation. Da sieht man häufig schon, wenn man ein bisschen Auge dafür hat, was sich unter den Füßen befinden könnte. Das ist wirklich wie in einem Film. Wollen wir hier links an dem vorbei? Da ist wie so ein Weg. Ja. Schau mal. Wenn wir jetzt hier so nach oben gucken,
Das sieht mir ziemlich frei aus da, oder? Ja. Sehr hell hier. Finde ich nicht. Nee. Aber ich appreciate den Optimismus. Vielleicht auch nochmal ganz kurzer Hinweis. Also helle Stellen im Wald können auf zwei Sachen hinweisen. Entweder auf einen kleinen Sommertornado oder irgendwas, was da reingefegt ist, oder auf ein Moor. Ja, also Sommertornado ist dann halt alles kreuz und quer und Moor ist nass. In der Chor. Alter, unser Spot ist ja überfüllt. Auf den ersten war er schön, aber dann hat er sich entpuppt. Warte, gib den Sack an. Kannst du ziehen? Ja. Geil. Pass auf, hier sinkt man wieder so ein bisschen ein. Okay. Oh, Jesus. Im Himmel. Läuft's hinten? Nee. durch so eine Vegetation zu kämpfen, ist auch wirklich echt undankbar, ne? Also, ich glaube, ich wäre gar nicht so weit da reingegangen. Nee, und man sinkt da übrigens sehr viel tiefer ein. Also, die Humusschicht ist da teilweise wirklich armlang, beziehungsweise armdick. Also, so dick wie ein Arm lang ist, so ist es besser. Und das liegt daran, dass es eben dort keine Regenwürmer gibt, ne, die den Humus abbauen. Also es wird teilweise sind die eingeschleppt worden, fressen den Humus auf, da verändern sich ganze Ökosysteme. Ganz dramatisch übrigens. Oder durch Holzanschlag, ne, baut sich die Humusschicht ab. Also das hat mir der Frank Völker, der Administrator von dem Stamm, mal erzählt, dass schon nach dem ersten Kahlschlag die Humusschicht auf vielleicht nur auf ein Dutzend Zentimeter zurückgeht und nach dem zweiten dann, also nochmal 80 Jahre später, auf ungefähr die Größenordnung kommen wir bei uns im Wald. Ne? Da ist die Humusschicht ja auch nicht mehr besonders dick. Also dort von Natur aus wirklich quasi über einen halben Meter dick. Geil. Nicht so richtig, Bro. Ja, hier wird es aber gerade ein bisschen chilliger, Digga. Oh mein Gott! Was denn? Ich hab Wasser gefunden. Wie? Hier ist Wasser. Aber geil, oder? Nee, aber... Vielleicht gibt es was Größeres in der Nähe. Ich hasse das wirklich, wenn jemand so aus dem Nichts anfängt sozusagen, oh mein Gott, weil irgendwie denke ich immer automatisch, dass irgendwas Schlimmes passiert. Eigentlich müssten wir da rüber. Aber wenn da einer von uns reinfällt, ist GG. Dann sind wir an Tag 1 nass. Wie machen wir? Also in Kanada gibt es von Natur aus tatsächlich keine Regenwürmer. Mittlerweile gibt es da auch schon Regenwürmer, die damit eingeschleppt werden. Und das ist wirklich eine absolute Katastrophe für die Ökosysteme. Also bei uns ist ein Regenwurm natürlich ein super Humusbildner und Blattzersetzer und keine Ahnung was. Ganz, ganz wichtig für das Ökosystem. Und dort ist das Ökosystem nicht darauf eingerichtet. Da sind die ganzen Vögel, Insekten, alles ist auf eine dicke Humusschicht, die wie Watte sich über alles legt, angewiesen. Und die machen die Regenwürmer halt kaputt. Die machen das, was sie hier auch machen. Hier gut, da ganz schlecht. Wir können nicht rechts weiter. Nicht so richtig, nee. Dann müssen wir zurück. Wow. No joke. Meinst du nicht rübergehen, ist eine Wave? Ja, aber wir gehen die ganze Zeit nach links. Nee, und dann gehen wir da links vorbei. Checkst du? Na, da will. Können wir try. Ja, komm, Bruder, lass machen. Sieht auf jeden Fall schon sehr sumpfig aus, ne? Also das da ist gar keine gute Idee. Oh, nee, Digga! Und das kann auch richtig, richtig böse Scheiße, enden, wenn man da stecken bleibt und da Scheiße. Kann es ganz böse verletzen. Erstmal das und zweitens läuft es Wasser in die Schuhe rein und mit nassen Füßen, nassen Schuhen zu laufen, das nicht gut. Let's go! Krass. Ja, das ist so breit, Bro, da fällt man auf jeden Fall rein. Ja. Boah, ich habe jetzt so einen richtigen Matschstiefel, Digga, das bockt gar nicht. Oh, hier ist, glaube ich, gut, Bruder. Ja, hier. Hier ist matschig, Gräser, du kannst hier landen. Die zeigen alle. Checkst du hier? Feuchtigkeit. Du wirst hier ausrutschen ein bisschen, ja? Aber ich halte dich, komm. Du schaffst es, Tiger. Ich schmeiß mich einfach so Bauch vorwärts da rein. Ja. Ja, okay. Trommelwirbel. Macht sowas mit rechts hast du mehr Power. Oder wenn man weiß, dass man reinfällt, kann man die Schuhe schon rüberwerfen und dann halt barfuß drüber, ne? Oh, das stinkt! Boah, das ist so geil! Ah, das ist der Geruch, stimmt. Ist das so geil, also aus meiner POV? Mein stinken werden die Nase alle, aber nicht schon am Anfang. Oh mein Gott, das muss ich dir gleich sagen. Ach du Scheiße!
Komm, weiter geht's. Oh mein Gott, Digga. Oh ja, mein Gott. Ja, mal, ich meine, immerhin haben die ja Glück mit dem Wetter. Ja, ja, das stimmt. Das sah aber gerade aus wie so bei Ups, die Bahn-Show, Bro. Ja. Und nochmal, da hinten wird es immer sonniger. Nimm du den kleinen Kopf an. Das heißt nicht, dass es trockener wird. Du musst gleich gerade erstmal chillen. Vielleicht muss ich mal ganz kurz, warum sind die Bäume, wenn es nass wird, kürzer? Die meisten Bäume können, eigentlich alle Bäume können im Moor nicht wachsen. Und das Moor seinerseits wird aber immer höher. Wenn das Hochmoore sind, die wölben sich richtig auf, das Wasser wird gehalten durch die ganzen Torfmoose und so weiter und es erstickt Bäume. Und deswegen werden Bäume da nicht alt und auch nicht besonders groß. Also wenn die Bäume immer kleiner werden, ganz schlechtes Zeichen. Ich nehme den großen. Okay, lass da lang, am Fluss lang. Schau das an, du bist so eine nice Sport. Juhu. Geil. Übrigens, wir haben eine gemeinsame Regel. Stop. Heißt S für? Stop. T für? Temperature. Think. Think. O für? Touch opportunity. Observe. And B für? Pause. Plan. Ja, Pause. Hätte ich jetzt gesagt. Das ist unsere Regel. Stoppregel einfach. Entspannt über alles nachdenken. Was wir tun. Jeden Schritt vor den anderen setzen. Hey Sascha, das ist ein unglaubliches Gefühl, gerade hier zu sein. Und zu wissen, 14 Tage. Und ich kann an der Stelle, ich würde es euch sagen, weil es war letztes Jahr etwas ganz anderes. Und man, das jetzt. Wir hatten das ja auch immer bei den Kanutouren, dass wir quasi einen Stopp gemacht haben. Manchmal sind wir auch mehrere Tage auf derselben Mini-Insel, also kein Vergleich zu den Inseln geblieben. Und man entwickelt schon so ein Heimatgefühl, ne? Wenn man so ein, zwei Tage irgendwo am gleichen Standort ist. Man hat irgendwie so seine Ecken, seine Spots, wo man dann Sachen macht, egal sei es jetzt irgendwie welche Sachen spülen oder Feuer machen, Zelt aufbauen oder Shelter bauen, dann in dem Fall bei denen. Und das ist schon irgendwie, ich kann das echt nachvollziehen, ja, dass man sich da, also es ist ein schönes Gefühl, da anzukommen. Ja, also irgendwie macht das Gehirn, sagt was, vielleicht, weil wir ein Zuhause brauchen, sofort, jo, mein Zuhause, hier ist die Küche, da ist das Klo, da ist keine Ahnung was. Ja, ja. Jetzt hier zu zweit, dass man mit jemandem darüber reden kann, so Sachen zu sehen, die man in seinem Leben noch nicht gesehen hat, hier sowas zu machen, ist schon ganz speziell. Das ist ganz anders und es hat viel mehr, ich hab vorab geknickt, wäre alles vorbei. Ja, das hat viel mehr Spirit jetzt, gell? Ja. Weil wir zu zweit sind. Es fühlt sich einfach richtig an. Keine Ahnung. Der Mensch ist ein Rudeltier. Der ist immer in Gruppen unterwegs. Der Mensch ist ein Rudler. 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 Bär! Hey! Hey, Bär! Ho, Bär! Hey, Bär! Ho, Bär! Hey! Stell dir vor, Sascha, was meine Frau auch gesagt hat, guck in die Bäume, wenn da oben ein Bär sitzt. Ja. Ich meine, klar, Bären können klettern, aber das ist nicht der Lieblingsspot, glaube ich, in Bäumen zu warten. Nee. Waffanculo. So, und jetzt da ist es. Schaut euch das an. Freunde, ihr kennt die Szene. Und schauen wir mal. Probieren! Okay, probier. Und los, komm. Das ist perfektes, klares, fast frisches, fast durchsichtiges Wasser. Und von diesem Augenblick an kann man sich das Abkochen eigentlich auch sparen, ne? Ja, weil ich glaube, manchmal ist natürlich, macht auch die Menge das Gift, ne? Jo, könnte sein. Ja. Das Wasser! Die haben auf jeden Fall eine gute Süßwasserquelle, das ist echt kostenlos. Hab schön verkackt, ey. Er schmeckt salzig. Ein bisschen Salz, oder? Hat's denn ein bisschen Salz? Na, diesmal. Das kann man so trinken. Aber mit Tabletten. Ja, mit Tabletten. Wahrscheinlich da vorne ein totes Tier drin. Weißt du, was das bedeutet? Wir haben Wasser, ja. Nahrung fehlt jetzt noch, ja. Aber wir haben Wasser. Da sieht man aber, ist es Fluss mit Fischen? Vielleicht, guck dir mal an, der wird da hinten breiter. Wir gehen dem Fluss entlang. Ja, absolut. Pass auf, wir gehen weiter, unsere Sachen immer mit, sonst kommt die Flut. Und wir nehmen das alles mit und wir laufen den Fluss hoch. Ja. Ja, wo sollen wir hin? Den Fluss hoch, weil die Flut, schau, die Baumstämme, das heißt, die Flut kommt easy bis da hoch.
Das heißt, wir müssen, der Flug geht aber auch ganz tief rein, wenn es nicht höher ist. Das heißt, wir müssen irgendwo rauf, sonst sind wir im Arsch. Ja, jetzt können wir, hier kannst du ja nicht schlafen. Na, deswegen gehen wir da rein und dann irgendwo hoch. Ey, bitte lass in dem Fluss einfach Fische sehen. Oh, dann haben wir alles, dann haben wir wirklich alles. Man sieht hier übrigens gut die Äste, ne? Also wo die Äste von den Bäumen aufhören. Da, bis dahin geht in der Regel auch immer das Wasser ran. Ja, oder kann es kommen zumindest, ne? Muss nicht jedes Mal sein. Ich schlafe ohne Dach. Wir haben keine Plane dabei. Wir improvisieren. So Paletten und so Zeug wird uns helfen. Wir haben erfahren, das einzige Team, das sich gegen eine Plane entschieden hat. Ja, wir sind die einzigen ohne Plane. Aber Plane ist für Kinder. Plane ist für Kinder. Das ist Ansage. Ich sehe uns schon da draußen liegen, nass und dann komplett unterkühlt und wir müssen aufgeben. Na, aufgeben, das Wort sagen wir auf diesem Spot nicht mehr. Nein. Okay, so, packen uns Sachen und er kommt. So, auf jeden Fall motiviert. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Also, Wasser brauchen wir. Wir sind schon fast 2 Stunden angekommen und es ist warm. Die Sonne scheint. Und jetzt muss ich hier vorne Wasser holen mit unserer Flasche und Filter. Ich glaube, Joey Kelly wohnt in der Nähe von unserer neuen Urwaldprojektfläche. Echt? Ja, also bei Loma. Da vorne, boah, ist das geil. Boah, ist das schön. Guck dir das mal an. Krass, mehr geht nicht. Oh. Ein bisschen mehr könnte ich gehen. Könnte ein bisschen mehr gehen, ja. Besser als nichts. Also. Optimistisch. Ich bin gespannt. Das ist mit Jan. Wenn ich ehrlich bin, er ist da vorne. Ich will keinen Scheiß erzählen. Weil das gehört sich nicht. Aber es ist schon für mich eine. Gestern Abend. Genau. Andreas ist raus. Und jetzt habe ich Jan. Und ich kenne ihn überhaupt nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Er ist jung, 25, der Name sportlich und ja. Das ist halt die Herausforderung, auch wenn du dich da vorbereitet hast, lang darauf vorbereitet hast und wenn man dann mit einer Person unterwegs ist, die man nicht kennt, und ich würde sagen, das ist sogar mit das Wichtigste, wenn man einen Trip macht, dass man sich die Leute vernünftig aussucht. Ja, wenn man da jemanden zugelost bekommt. Ja, genau. Ich kann mir das tatsächlich schon vorstellen. Das kann, egal ob es jetzt Joey ist oder Jan Schlappmann ist es, ne? Das kann so ein Gefühl von Heimweh auslösen, wenn man mit einer Person unterwegs ist, die man nicht kennt. Also das ist, kann ein ganz unangenehmes Gefühl werden und das macht es dann natürlich nochmal ungleich schwerer. Deswegen, also die ganzen, die schon so viel Zeit miteinander verbracht haben, die jetzt, also die in den anderen Teams, die sich so gut kennen, die auch privat schon befreundet sind, das ist einfach eine ganz andere Basis. Ne? Also Startvoraussetzungen hierfür sind einfach wirklich sehr, sehr schlecht, finde ich. Du siehst das hier schon, der kann halt nicht frei sprechen. Wenn du dich gut kennst, kannst du das. Ne? Ja, ich habe ein gutes Gefühl, aber wir kennen uns überhaupt nicht. Das wird hardcore. 14 Tage. Wir nennen immer sowas Pfeifen im Dunkeln. Wir sind. Habe ich schon nie gehört, das Sprichwort tatsächlich. Ja, doch. Sich selber Mut machen. Ach so. Zwei verschiedene Generationen, ne? Ich bin älter, viel älter. Gutes Gefühl heißt gar nichts, weil. Es scheint auch nicht ganz so gut zu sein jetzt hinten raus. Aber. Wenn wir uns nicht gut verstehen, dann wird dieses Trip ein absolutes Albtraum. Das wird kein Paradies in diesem unfassbaren Fleck, die wir haben, sondern es wird ein ganz großer Albtraum. Aber wir haben den ersten Tag und deswegen gemeinsam harmonieren. Jan, du und ich. Der kann mich nicht hören, was er vorne. Joey läuft gerade da hinten her, holt Wasser. Und in der Zeit muss ich tatsächlich schon feststellen, dass ich schon direkt mal durstig und vor allem hungrig bin. Und ich weiß, ohne dass ich wirklich Erfahrung mit Survival und sowas habe, dass Hunger eigentlich mein Launekiller ist. Also kriege ich oft schlechte Laune und sowas. Ich bin sehr, sehr... Natürlich eine ganz schlechte Voraussetzung, so schon zu starten. Und er hat anscheinend vergessen, die Schokolade zu essen. Absolut, also wirklich, ich hätte davor so viel gegessen, also alles, was reinpasst, hätte ich mit mir tatsächlich. Ich habe noch nicht so lange ohne Essen gelebt, längste war wahrscheinlich ein Tag.
wie sich das so ausschlagen wird hier bei mir. Und generell das Ganze, ich bin nämlich wirklich absolut kein Survival-Experte, Bushcrafter oder sonst was, sondern halt Sportler. Und ich habe vor 12 Stunden mehr oder weniger erfahren, dass ich mit dabei bin. Als Backup-Kandidat jetzt hier 14 Tage ausgesetzt werde, aber es gibt keinen geileren und besseren Partner, glaube ich, für jemanden wie mich jetzt in dem Fall, als Joey Kelly. Alter Lachs, auf einmal hier mit Joey Kelly, absoluten Vorlegende auf der Insel, 14 Tage alleine. Das ist einfach nur wild, also das ist tatsächlich 7 vs. Wild ist das. Ja Leute, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was das hier für ein Gelände ist, wenn du vom Ufer aus hier reinläufst, kannst du faktisch nicht laufen. Ich bin bis zur Brust weg, es ist alles dicht, es ist kompletter Dschungel in Anführungsstrichen. Am Ufer können wir aber auch nicht bleiben, weil da kommt die Flut. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, ins Landesinnere reinzukommen, aber es ist hier alles ultra dicht. Also, gibt häufig gute Methoden, vernünftige Wege, und das ist auch vielleicht das, was sie eben mit Eingang meinten, wo man Eingang findet, also bestehende Wildwechsel, also die Wildtiere, die gehen ja auch in den Wald rein, ist halt blöd, wenn es Tiere sind, die klein sind, die vielleicht unten drunter durchpassen, also quasi unter dem belaubten Teil der Pflanzen durchkommen, aber ansonsten sind Wildwechsel eigentlich immer sehr gut, sehr gute Möglichkeiten, beschwerdefrei durch den Wald zu gehen. Ja, sollte man auch unbedingt nutzen, das heißt nicht, dass da mehr Wildtiere unterwegs sind, die wittern einen so oder so auf große Entfernung oder hören einen auch. Und sind ja nicht immer auf diesen Fernwechsel, sind ja wie Fernwanderwege, und wenn die ihrem Tagesgeschäft nachgehen, dann sind die natürlich auch links und rechts davon im Gebüsch. Also das ist jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich, diese Wege zu benutzen. Hatten wir das schon mal thematisiert? Es ist ja, also grundsätzlich das Thema Wildwechsel, ist ja auch ein super spannendes Thema, wie das über Generationen von Tieren weitergegeben wird, die Informationen über Routen, die durch die Wälder oder durch die Landschaft führen. Super spannendes Thema. Ja, können wir mal machen. Wir haben jetzt hier ein paar Mal reingeguckt. Es ist jedes Mal komplette Vollkatastrophe, hier reinzukommen. Und wir nehmen jetzt einfach nochmal das Flussufer und versuchen darüber weiter ins Landesinnere reinzukommen. Da drüben war auch, das ist krass, das ist 1,5-2 Meter hoch. Das ist halt, und ehe du dich hier reingeschlagen hast, ist es 1,5 Stunden rum und du weißt nicht, wie es da weitergeht. Ja, das ist das Problem. Aber irgendwo müssen die Wölfe ja auch rein. Also Freunde, wir haben jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, ins Landesinnere weiter vorzudringen. Hier, aber darum hören auch die Spuren auf. Die hören hier auf, da vorne, und dann hören die ja auf. Wir haben ja keine weiteren gesehen. Also hier sieht es halt so aus, als könnte man hier entspannt reinlaufen, aber als wäre es auch ein Wildtierpfad. Ja, perfekt. Unten rein. Ein großes Wildtier. Das siehst du auch. Gehst du vor? Boah, ich würde auch gar nicht sagen, dass man da grundsätzlich was über die Größe der Wildtiere, die da langlaufen, ist einfach, man sieht einfach, ist der lange in Benutzung, ist der höher frequentiert. Also, fühlt sich jetzt scheiße an. Hello, Bear. Hello. Wenn hier irgendwas sitzt, Digga, sind wir richtig. Ich komme mir gerade vor wie bei Jurassic Park. Ohne Scheiß. Was ist, wenn die hier gleich wohnen, wenn die ihren Bauch haben oder sowas? Also Hirsche sind es übrigens wahrscheinlich nicht, ne, weil die... Wir gehen quasi ins Wohnzimmer, weißt du? Wenn die einer in diese Matte ins Wohnzimmer legt, haben wir ja gehört, was passiert. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also ich bin, als wir in Kanada waren, bin ich auch morgens mal dann laufen gegangen im Wald, und man weiß ja, also grundsätzlich, wenn Bären kommen, also laufen ist ja auch eher schlecht, und ich war auch die ganze Zeit so hin und her gerissen. Also so richtig wohlgefühlt habe ich mich dabei tatsächlich nicht. Da gibt es auch schöne Videos auf YouTube, wo Bären, Grizzlies hinter zum Beispiel Mountainbikern hinterherlaufen. Ne? Ja, ja. Also das löst schon Reflex aus, ne? Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Aber ich bin ja hier, es scheint nicht gefährlich zu sein. Gegangen. Ja, aber 2 Wochen nachdem ihr da wart, ist glaube ich ein... Es war sogar noch während wir da waren. Ah, während ihr da wart, sind Leute aufgefressen worden. Aber die waren nicht laufen. Wandern. Aber es ist, ja, also es ist, wie gesagt, es ist, ja, aber ich meine, grundsätzlich, das Hauptding ist ja, glaube ich, dass man hier in Deutschland zumindest gefühlt kaum Gefahren ausgesetzt ist. Dabei ist man natürlich Riesengefahren ausgesetzt, wie zum Beispiel dem Straßenverkehr, Luftverschmutzung und diese ganzen Themen, die man täglich um sich hat, die man da gar nicht hat.
Aber die gefühlte Gefahr ist natürlich von irgendwelchen Raubtieren viel, viel größer. Konrad fragt nur ganz kurz zum Thema Bär. Ist eine Insel, gibt es überhaupt Bären? Ja, also das war auch im Vorfeld wohl sehr umstritten. Also Grizzlies eher nicht, aber Schwarzbären wohl schon. Ja. Ich sag dir eins, ich mach meins ready. Komm, komm, was wolle. Das ist ein ganz komisches Gefühl, ne? Ich habe ein ultra schlechtes. Weil du kannst dich hier, also damit ihr jetzt vielleicht ein Gefühl dafür kriegt, man kann sich halt nicht bewegen. Es gibt diesen einen kleinen Pfad hier rein. Wenn dir was entgegensteht, aber kannst du nicht nach links oder nach rechts. Ja, keine ich Chance. Muss ehrlicherweise dazu sagen, also wenn was entgegenkommt, ist es wurscht, in welche Richtung man geht. Das Einzige, was zählt, ist in die andere Richtung. Und dafür ist das ja der kürzeste Weg, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Also insofern. Du musst also stehen bleiben. Naja, genau, muss stehen bleiben. Aber ob man es dann wirklich schafft. Stimmt, ist völlig wurscht. Hast du deinen Scrap ready? Oh ja, ich hab das hier in der Hand. Mach Backup. Also hier zum Beispiel, die Stelle sieht man, ist abgetreten. Hier, hier, das war hier drauf und liegt hier daneben. Hier ist irgendwas rein und hat das so weggetreten. Ich krieg gerade richtig große Afrika-Vibes, ist das wie es ist. Ich weiß nicht, wie gefährlich der Wolf ist. Ich weiß nicht, wie aggressiv die hier sind. Wie scheu die sind. Alter, das sieht aus, wie die da schlafen. Akku leer? Akku leer? Welcher Akku leer? Von der Kamera? Nö. Oder? Ich kann mal, ich guck mal, mach mal. Ja, aber warte. Komm. War es weiter? Ich geh weiter. Lass mich vor. Ich hab dir gesagt, ich bin im Rage-Modus. Ich krieg den Bär, ich krieg den Wolf, ich scheiße. So, pass auf, ich komm jetzt, ja? Ja. Also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen im Wohnzimmer. Solange wir keine Knochen sehen. Alter, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Also ist das ein Gefühl? Alter, guck dir das an. Jetzt kommen wir langsam wieder. Ist krass, ne? Das ist krass. Aber ich glaube, das ist ein ausgetrocknetes Becken. Das ist keine Wolf. Aber da war auf jeden Fall eine Stelle, wo irgendwas lang ist. Ja, die sind hier, safe sind die hier durch. Ich guck mal nach Spuren. Du bist schön in der Nähe, ne? Ich bin genau hinter dir. Ich hab's Ding auch schon ready hier. Ja, also du hast das Ding sogar schon ab. Entsichert schon, ja. Entsichert schon. Ja. Gut, ich gehe auch auf Entsicherung. Den Clip hab ich hier. Also was halt wirklich krass ist, und das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Holy shit. Du kannst. Das sieht für mich tatsächlich aus, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte hier auch alles so Kadaververjüngung sein, ne? Könnte sein, und das sieht nach Kampfzone aus, Wald gegen Meer. Also der Wald ist da sehr viel lichter, die Bäume sind insgesamt jünger. Kann natürlich auch sein, dass da vorher irgendein Kahlschlag war, das weiß man nicht so genau. Aber insgesamt, also ich glaube, in so einer Situation würde ich erstmal am Strand lang gehen, weil hier schafft man ja keine Strecke in diesem Gewühl, und gucken, ob ich nicht um die Ecke rum in einen windgeschützteren Bereich reinkomme. Also du kannst hier halt dich kein bisschen normal bewegen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen auf den Spots ist. Alter, was? Wie willst du da denn durch? Wie lange soll das dauern? Vor allem, wie zur Hölle willst du hier ein Shelter bauen, Alter? Und ich glaube auch tatsächlich, und es ist nicht so, wenn die Flut richtig kommt, Digga, dann geht die hier rüber. Das glaube ich, weißt du, nicht. Aber man weiß es nicht. Ja, das ist schwierig gerade zu sagen. Alter. Nee, also du läufst wirklich nur mal kurz auf gefühlter geraden Fläche. Das wollen wir vielleicht. Und das, dein Fuß einfach komplett weg. Und ich bin gerade 3 cm an dieser Spitze hier vorbei geslidet. Hier, grob. Ich hätte da einen Vorschlag. Okay. Flussbett. Also das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Vergleich das halt mal mit einem deutschen Wald, wo wir so unsere Shelter bauen, wo wir trainieren und so. Das sieht aber auch, können Steine sein, aber ich meine, sich sieht die Shelter ja gar nicht schlecht aus. Aber jetzt der Vergleich mit dem deutschen Wald, ich spule nochmal ein Mini-Mühl zurück. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Vergleich das halt mal mit einem deutschen Wald, wo wir so unsere Shelter bauen, wo wir trainieren und sowas. Das ist. Du kannst hier nicht reingehen. Du kannst dich hier nicht mal richtig normal bewegen. Das ist. Ja, aber das ist auch. Also, das ist eher untypisch für einen Urwald. Also, es ist alles sehr dünn, sehr viel umgeworfen. Also, es können zwei Dinge sein. Wobei im Hintergrund sieht man einen dickeren Baumstumpf. Also, den sieht man im Mauszeiger hier. Ja, ne? Mhm. Da diesen.
Das ist ein dickerer Baumstumpf, das heißt, und hier sind ja auch ein paar größere Bäume. Ist auch abgebrochen. Ja, also entweder werden die da nicht besonders alt, was gut sein kann, weil der Sturm da ganz besonders reinknallt, oder es ist halt ein sehr junger Wald nach Kahlschlag, der sich gerade selber so ein bisschen aufräumt. Aber dieses so, alles liegt kreuz und quer, dass man das über die ganzen Stämme nicht steigen kann, das kann mal ein Spot sein im Urwald, aber dass das flächig ist, das ist untypisch. Aber gut, wie gesagt, woran es da genau liegt, das kann ich natürlich hier mit Ferndiagnose nicht sagen. Ultra krank. Gut, wir wollen euch jetzt nicht nerven zu dem Thema Wolfsspuren. Martin dreht schon am Rad. Aber wir sind jetzt sogar auf der anderen Flussseite hier, weil wir ins Landesinnere wollen. Und hier sind halt richtig erkennbare frische Spuren. Aber volle Bude. Also jetzt halt eindeutig. Zack, zack, zack. Alles komplett drauf. Dass die da so viel Angst haben, finde ich spannend, weil die, also das ist ja gerade was, also wenn man jetzt an einen Ort kommt, wo man die Tiere oder die Tiere nicht selber zu Hause hat oder ne, einfach unbekannte Tierwelt, die auch potenziell bedrohlich sein könnte, dann wäre das für mich wirklich die erste Sache, die ich prüfen würde. Also wie verhält man sich, wie verhalten sich die Tiere? Ja. Aber gerade Wolf gilt ja gilt auch in Kanada wirklich als extrem ungefährlich. Also dass da kann sein, dass da mal irgendwas passiert ist. Also in Europa ja. Ne? Ich meine, außerhalb von Schutzgebieten werden die aber auch in Kanada gejagt, ne? Ja, doch, ich glaube schon. Ne? Auch Grizzlies werden gejagt. Da war doch mal das eine große Umweltschutzorganisation in British Columbia, den ganzen Grizzlybär, die ganzen Abschüsse gekauft hat, die ganzen Lizenzen und macht einfach nichts. Und so kann man eine Tierart auch unter Schutz stellen. Ja. Ja. Wir haben Löwenspuren gesehen, Rudi, die waren ähnlich groß. Was ist denn da für ein, Ort? Ist das für ein Wolf, ey? Hier ist alle hier, Spur. Ja. Also Löwenspuren sind schon ein bisschen größer. Martin kriegt schon einen kleinen ersten Angstdurchfall. Wir waren im Flusslauf jetzt hier nochmal drin, um zu gucken, ob man hier vielleicht besser in das Gebiet reinkommt. Aber es ist krass, dieser komplette Boden, wo bei uns vielleicht kleines Buschwerk ist, oder auch damals in Staffel 1 in Schweden irgendwie kleine Heidelbeeren waren, ist... Alles ist hier voll mit ca. 2 bis 3 Meter hohen Büschen. Also schaut mal da, wo Martin steht. So, da habt ihr mal einen ganz guten Vergleich. So sieht das da drin überall aus. Komplett. So. Oh, schaut mal darüber. Ist ja, ist ja kein hier drüben, es ist eine komplette Wand. Wenn du hier reinguckst, ist die Wand gefühlt da oben 6, 7 Meter hoch. Alles, das ist alles dicht. Eieieiei. Also gut, hier, The Angstar schreibt, sie dürfen sich nicht mehr als 500 Meter in jede Richtung am Strand bewegen. Gut, das weiß ich nicht. Wenn das wirklich so ist, dann haben die einfach Pech. Ja, dann ist das wirklich ein ungünstiger Spot. Also für das Experiment, also für die Show. Also ich muss sagen, ich habe ja die anderen Folgen schon gesehen, ich finde es super unterhaltsam, aber trotzdem finde ich es dann nicht ideal ausgewählt vom Orga-Team, den Spot, wenn das so limitiert ist. Weil da gibt es schon schönere Stellen auf den Inseln. Ja. Ne? Also schade auch, da haben sie Pech gehabt. Ich stelle mir auch gerade krass vor, wenn die Flut kommt, ne? Ja, Uferkante also, gleich null. Ja, also genau, man sieht es ja auch ganz gut, auch von den Pflanzen und von den Steinen her hier. Guck mal, hier sind ja selbst Muscheln. So, und wir sind hier schon im Fluss drin. Das heißt, das ganze Meerwasser kommt bis hier in diesen Fluss rein. Da oben. Martin? Ich sehe was du nicht siehst. Oh shit, ich sehe es auch. Siehst du es? Ja, komplett zerfetztes Tier. Das ist komplett... Fuck, Alter. Alter. Also man muss jetzt nicht spoilern, aber auch Tiere sterben und die werden dann von anderen Tieren... Es muss nicht unbedingt ein Riss sein oder so, sondern... Ne, da, wo vielleicht keiner jagt, dürfen Tiere auch den Alterstod sterben. Ja. Oder es gibt auch tatsächlich Tiere, die sterben auch mal vorzeitig oder werden von anderen Tieren gefressen. Ja. Also es ist ja... Ne, aber ist man eben nicht mehr gewöhnt, dass man bei uns in der Landschaft tote Tiere oder Knochen oder was findet. Fun Fact, Bären sind ja auch im Sommer hauptsächlich, also zumindest in Kanada auch hauptsächlich vegetarisch unterwegs. Ne? Also ich bin klar, im Herbst, wenn die Lachswanderung ist, dann ist es nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber... fressen sehr viel Gras, ne? Ja, Also ein großes Tier und die haben ja jetzt nicht unbedingt einen Magen wie eine Kuh, die das entsprechend gut verwerten können, aber anscheinend eben doch. So, wir sind jetzt reichlich am Ende. Müssen wir gleich gucken, ob es für uns auch noch was zu Abendessen gibt oder ob wir jetzt auch in den Survival-Modus schalten müssen. Könnte sein, dass ich in den Garten muss. Ja, also wenn ihr noch ein paar Fragen habt, das ist ja immer ein bisschen verzögert hier, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, eben wurde ja nach dem Q&A gefragt. Wenn ihr da noch was fragen würdet, würde ich sagen, machen wir noch
Genau, setzen wir gerne noch drauf. 5 Minuten. Ansonsten weiß ich gar nicht, wir haben, glaube ich, haben wir sogar schon einen Anschlusstermin für Anfang Januar? Nee, ich glaube nicht. Können wir wieder in der Zeit, wo ihr hier ein paar Fragen rausjagt, können wir mal gerade unser Terminkalender raus. So, 19. Dann ist erstmal die Weihnachtswoche. Genau, also da können wir schön. Nicht. Da könnt ihr erstmal entspannt. So, also ich würde mal sagen, wenn wir in der Woche ab, ab 8. Januar schauen, ne? Also dann müssten alle wieder von woher auch immer zurückgekommen sein. Also bei mir ist zum Beispiel. Ich schaue mal bei mir rein. Bei mir fängt zum Beispiel 9. Januar. Wir haben es ja sonst. Da kann ich leider nicht. Sollen wir dann so mal am 8. Können auch am Mittwoch. 8. oder 10. Ja, dann lass ruhig den 8. nehmen, oder? 8. Schönen Montagabend. Machen wir wieder 18.15 Uhr, würde ich sagen. Ist eine gute Zeit. Vielleicht nehmen wir uns auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Mal schauen. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man mal so ein bisschen reinkommt. Also wir werden jetzt nicht jedes Mal ein Reaction-Video machen, ne? Aber ab und zu mal eins, dass wir mal zusammen so ein bisschen durchatmen können, mal ein paar andere Eindrücke sammeln. Aber dann immer wieder auch natürlich Themen hier von uns zu Hause. So wie wir es in den vergangenen Folgen ja auch gemacht haben. Hier meine Stimme schon ans Rau. 8. Januar, 18.15 Uhr sind wir wieder da. Ja, also gerne fest notieren. Wir notieren es auf jeden Fall. Ganz, ganz lieb, dass ihr dabei wart. Jetzt sehe ich mal, und das kommt jetzt kein großes Q&A, aber wir haben es ja unterwegs schon immer beantwortet. Eine Sache könnt ihr noch machen, und zwar bevor ihr jetzt hier den Stream verlasst, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren auf jeden Fall auch. Und Fragen kommen keine großen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart an der Stelle auch. Also Christa fragt nur ganz kurz, wo wir weitere Folgen finden. Entweder klar auf YouTube oder es gibt es auch auf Amazon, glaube ich. Ja, genau, sowas zum Beispiel. Wird jetzt wöchentlich immer eine Folge rausgelassen. So, Sascha hat am 8. Januar Geburtstag. Na ja, gut, super, dann wenn du eine Party gibst, wir sind virtuell dabei. Genau, hier eine Frage. Okay, wir gehen noch auf ein paar Fragen ein. Man merkt einfach, dass wir Deutschland keine Wildtiere gewöhnt sind. Es sollte sich ändern in Bezug auf die steigende Wolfspopulation. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das. Wir haben ein sehr unentspanntes Verhältnis zu Wildtieren. Alles, was größer ist als ein Igel, ist für uns gefährlich. Ja. Und das sollte man sich langsam abgewöhnen. Dabei sind in Deutschland ja die kleinsten Tiere die gefährlichen. Ne? Richtig, da können wir auch mal eine Folge zu machen im Sommer oder im Frühling vielleicht zum Thema Zecken. Ja, oder grundsätzlich auch Gefahren im Wald. Also es gibt tatsächlich mehr, als man denkt. Und aus anderen Ecken, als man denkt. Ecken. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee, Gefahren im Wald. So können wir uns das merken? Wir müssen nochmal in unseren Stream reingucken, bis wir dann drüber sprechen. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle auch euch allen wirklich ein schönes Weihnachtsfest oder schöne Feiertage, egal ob ihr feiert oder nicht. Es wird ja immer ein bisschen ruhiger über Neujahr und genießt die Zeit, erholt euch, geht im Wald spazieren, geht in die Natur, nutzt die Zeit, um ein bisschen runterzukommen. Ja, und es ist wirklich schön, dass ihr dabei wart, auch dass ihr ordentlich mitgechattet habt. Also für uns ist das wirklich, fühlt sich einfach total familiär an und gibt uns auch sehr, sehr viel. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr am 8. Januar wieder mit an Bord seid. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Schönen Abend euch und bis dann. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.